Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Stream-Event Hexen 1733, die Kampagne Finstere Herzen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie es weitergeht, wie meine Jäger hier. So, aber bevor wir loslegen, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, die wir gerne ganz kurz ansprechen würden. Zum einen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das ganze tolle Feedback, was wir bekommen haben für unseren ersten Versuch, diese Kampagne zu starten. Und das war für uns gigantischer Erfolg. Also ich war total begeistert. Alle waren begeistert. Natürlich. Wir fehlen die Worte vor Begeisterung. Wir haben Handherzen in die Kamera geworfen. Es war großartig. Es war auf jeden Fall total geil. Ich hatte noch nie so viel Spaß daran, sowas Komplexes zu machen. Und zum anderen wollten wir uns allesamt auch ganz herzlich dafür bedanken, dass wir schon richtig geile Fanart bekommen haben. Ja. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Dorothee für die Bilder, die wir bekommen haben. Hey! Ich derma. Das war großartig. So, dann gehen wir mal weiter. Dorothee wird übrigens in Berlin auf der RadCon sein und dort auf der Artist Alley ihre Kunst zeigen. Mhm. Schauen wir mal. Das ist cool. Das klingt super, das muss ich mir auf jeden Fall auch genauer ansehen. So, dann haben wir noch eine Nachricht, die ist leider nicht so schön. Nämlich die Auslieferung von unserem Hexen-Crowdfunding der zweiten Welle wird sich leider verzögern. Das war so nicht geplant. Wir hatten ja beim letzten Stream auch gesagt, dass das jetzt ausgeliefert wird, dass es die Woche alles rausgehen soll. Das war auch tatsächlich so gedacht. Aber wir haben aus dem letzten Mal Hexen etwas gelernt. Nämlich, dass wir unter Umständen Probleme haben könnten mit dem Kupfer aus dem Kunstleder. Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, dass ich das hat abrubbeln lassen. Und wir haben nochmal den Drucker gebeten, dass er das nochmal checkt, dass er das wirklich nochmal checkt, nachdem die Bücher eigentlich für den Versand fertig waren. Und daraufhin hat er uns heute tatsächlich mitgeteilt, er weiß nicht, wie es passieren konnte, aber die Farbe löst sich wieder. Jo, daraufhin haben wir beschlossen, dass bevor wir wieder in eine riesige Umtauschaktion rennen, dass wir ihn direkt darum bitten, das neu zu machen. Das ist ja auch tatsächlich ansonsten eine Riesenverschwendung von Zeit, Geld und vor allen Dingen ist es eine riesige Umweltverschmutzung, wenn wir die ganzen Sachen hin und her karren für umsonst. Das heißt, es wird sich voraussichtlich um eine Woche verzögern, was auch so viel heißt wie, dass es diesen Monat nicht mehr in die Auslieferung für die Läden kommt. Wenn ihr Bäcker seid vom Crowdfunding, gehen wir allerdings fest davon aus, dass es noch der Juni wird. In die Läden wird es dann allerdings erst im Juli kommen. Was auch so viel heißt wie, dass sich dadurch diesen Monat die Laden-Preview verzögert. Also faktisch geht die Laden-Preview, weil die war gedacht für die Hexenjagd, wird sich verschieben. Das Buch, sobald es da ist, wird es an die Läden rausgehen, damit sie euch das zeigen können, wenn ihr einen Blick da reinwerfen wollt. Geht auf jeden Fall zum Händler eures Vertrauens, schaut euch das Buch an und dann wird das Laden-Preview für den nächsten Monat sein. Aber ansonsten ist alles soweit in Ordnung. Alles Material, was wir da haben, ist top. Die Vorabbücher, die wir bekommen haben, sahen auch gut aus. Aber wir haben es dann auch ausprobiert. Das ist richtig. Es muss irgendein Effekt sein, der einsetzt, wenn das eine Weile drauf ist. Man kann es abrubbeln. Also das brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch etwas, was sich heute aufgetan hat. Und da möchte ich ganz persönlich Stellung zu nehmen. Und zwar geht es um das Pandemonium. Genauer gesagt um das Pandemonium in einer Sonderausgabe, die wir angekündigt haben heute für die RadCon in Berlin. Ich weiß, dass es da draußen momentan ganz, ganz viel Unruhe gibt, weil viele Leute befürchten, dass dadurch wieder die Bücher unglaublich teuer werden, dass man das Buch nur dort bekommt, dass es darum geht, dass der Sekundärmarkt wieder unglaublich teuer wird und dass man dann auf eBay 250 Euro für das Buch zahlen muss. Und ich möchte an der Stelle eins ganz klipp und klar sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und das ist auch genau das Gegenteil von dem, was wir uns ganz klar vorgenommen haben zu erreichen. Wir haben auf dem KRK das auch schon mehrfach betont. Ich bin mir allerdings auch gerade im Zuge dessen, was heute passiert ist, darüber bewusst geworden, dass wir das nicht außerhalb vom KRK in dieser Form getan haben. Deswegen möchte ich das hier direkt nachholen. Wir werden nicht weiter versuchen, in irgendeiner Art und Weise da Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie Bücher, die Sammler gerne haben wollen, dazu benutzen, um unglaublich sinnlose Preise dafür zu nehmen. Das ist nicht die Idee, das ist nicht das, was wir damit verfolgen. Die Idee von dem Pandemonium für die RadCon in Berlin ist, einfach denjenigen, die auf der RadCon in Berlin sind, die Möglichkeit zu geben, ein cooles Buch abzugreifen, was es einfach so nicht als Standard gibt. Allerdings haben wir auch schon Planung, wie wir das allen Sammlern da draußen
zugänglich machen können, ohne dass es bedeutet, man muss auf die Radcon Berlin kommen. Auch wenn wir uns tierisch drüber freuen würden, wenn ihr kommen würdet, einfach damit wir uns auch austauschen können. Also das bleibt erhalten, aber wir werden euch nicht, so wie das vorher den Eindruck erweckt hat, versuchen dazu zu zwingen. Das ist überhaupt nicht unsere Idee. Vertraut uns da einfach, wir haben da schon einen Plan dazu, den gab es auch schon vorher. Den haben wir nur bewusst als Teil der Keynote für die Radcon. Dadurch, dass wir das aber tatsächlich alles schon geplant hatten und das für uns alles schon völlig selbstverständlich war und sich völlig natürlich anfühlte, haben wir nicht daran gedacht, dass ihr das natürlich einfach schlichtweg noch nicht wissen könnt. Aber vertraut mir, es wird da draußen keinen Vollständigkeitssammler geben, der am Ende sagen muss, ich habe hier das Buch nicht bekommen auf der Radcon in Berlin, ich habe aber meine Sammlung jetzt, die möchte ich vollständig halten und ich zahle 250 Euro dafür auf eBay. Tut das auf gar keinen Fall. Vertraut uns, ihr werdet euer Buch bekommen, ihr werdet nicht mehr dafür zahlen müssen. Und wenn ihr es nicht auf die Radcon in Berlin schafft und nicht auf die Radcon in Limburg schafft, dann wartet einfach einen Moment, bis wir es danach bekannt geben. Aber vertraut mir, ihr werdet nicht dazu gezwungen werden. Aber diejenigen, die auf die Radcon kommen wollen, laden wir natürlich gerne dazu ein, dort ein Exemplar sich dann entsprechend zu erwerben und dann einfach auch ein Andenken zu haben an die Veranstaltung. Das ist das, um was es geht. Und außerdem haben wir uns eine Sache, die ihr gesagt habt, auch zu Herzen genommen. Der Band wird blau werden, er wird nicht rot werden. Hintergrund dazu, warum wir gesagt haben, er wird rot, ist, weil wir das Farbspiel an der Stelle eigentlich für recht amüsant hielten. Die roten Bänder kriegen diesen blauen Sondereinband und die blauen Bände kriegen den roten Sondereinband, so wie das auch bei Wege der Vereinigung war. Aber ich kann völlig verstehen, dass das für euch eine totale Mixtur ist und ein totales Hin und Her und dass das so keinen Sinn ergibt. Deswegen werden wir auch den Band Pandemonium als Spezialband für die Radcon in Berlin und auch entsprechend an anderer Stelle in Blau halten. Also das ist gar keine Schwierigkeit. Ja, ich denke, da sind wir mit dem Thema, hoffe ich, soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt den Chat. Ich kann sie jetzt hier heute nicht beantworten, aber wir werden es mit Sicherheit morgen entsprechend nachholen. Darüber hinaus haben wir noch ein Crowdfunding gestartet, just heute. Und ich habe mir sagen lassen, der Jens müsste mir darüber. Ja, und zwar ist es ein Crowdfunding zur World of Darkness. Es hat wirklich ganz tolle Bücher mit drin für alle Vampire-Fans, ist Beckets Tagebuch des Dschihad mit drin. Ganz tolles, so ein Teil, also es ist wirklich ein richtiger Wälzer, der informiert über die Zeit während und nach Gehenna und was da so alles passiert, quasi der Übergang von der V20-Generation zu dem, was danach kommt. Und für Werwolf gibt es ganz viele Sachen. Man kann kurz sagen, alles außer dem Kochbuch. Das haben wir ja letzte Woche schon mehr als deutlich gemacht. Alles außer dem Kochbuch. Und wir sind bei guten 10.000. Wir haben die 10.000 schon geholt. Damit ist das Ding nicht nur funded, sondern auch das erste Stretch Goal ist drin. Und zwar Vermächtnis der Lügen. Ein Abenteuer für Vampire. Ein Einsteigerabenteuer sozusagen, was jetzt alle Bäcker, wirklich jeder Einzelne, dazu bekommt als PDF. Also es ist nicht so, dass man es dazu kaufen muss. Das bekommt ihr alle dazu mit dem 10.000er-Schritt und da kommen noch viel mehr coole Sachen. Das klingt schon mal super. Ich freue mich auch wie Bolle drauf, wenn die Sachen rauskommen. Wobei ich heute darauf hingewiesen wurde, dass wir tatsächlich ein anderes Produkt auch nicht haben, nämlich den Werwolf-Screen. Den Schirm. An der Stelle muss man dann zugeben, dass wir uns da tatsächlich, wir hatten ein gewisses Kontingent an Produkten, die wir von Onyx Pass bekommen haben für den Vertrag und da haben wir uns dazu entschlossen, alles bis auf das Kochbuch und ich gebe es zu, den Screen zu nehmen. Allerdings ist der Screen auch tatsächlich nur bedingt viel anders als den, den ihr schon von Vampire habt und persönlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ob mich jetzt Onyx Pass dafür haut, aber ich würde mir tatsächlich dafür auch einen Universalschirm dann tatsächlich überlegen. Es macht ist, tatsächlich Sinn. Eine gute Empfehlung an der Stelle. Gut, dann haben wir noch was anderes, nämlich nächste Woche haben wir als Stream den Convention-Sommer bei Ulysses. Da werden wir auf die CCXP eingehen, da werden wir über die beiden Radcons reden und was wir noch so alles vorhaben. Da wird vor allen Dingen der Dominik im Stream erscheinen, weil der ist unser Eventmanager. Der kann alles besser beantworten als jeder von uns und der stellt sich dort dann auch euren Fragen. Also das heißt, chatten, haut ihn für alle Informationen, die ihr haben wollt oder fragt einfach nach und er wird sich freuen, alles zu beantworten. Du hast gerade dazu aufgefordert, Dominik zu hauen. Der kann das ab. Okay. Nein, das kam falsch rüber.
Nein, also haut nicht meinen Dominik, den brauchen wir doch. Ja, bitte. Und da werdet ihr tatsächlich dann alles erfahren über die Veranstaltung, auf denen wir sind. Apropos Veranstaltung, um das nochmal kurz zu sagen, die CCXP, großes nächstes Event, die Comic-Con Experience in Köln, findet statt vom 27. bis 30.06., also in 2 Wochen. Also wir fahren in 2 Wochen schon nach Köln und bauen auf. da wird es ganz, ganz viele tolle Sachen geben bei uns auf dem Stand. Unter anderem werden wir die nächste Folge aus unserem Hexen Finstere Herzen live von der CCXP streamen. Und nicht nur das, wir werden tatsächlich einen 4 Tage CCXP Stream haben. Also wir werden 4 Tage lang von der Messe berichten mit Live-Plays, Interviews, packt aus, eine super spannende DSA-Mystery-Supi-Dupi-Ankündigung, die da stattfinden wird. Ungesehene Dinge. Wir haben Escape Rooms auf dem Stand, 2 Stück. Aber jetzt verrate nicht alles, dafür haben wir doch den Convention-Sommer. Okay, alles klar. Und vom 19. bis 21.06., wir haben es eben schon gesagt, da sind wir in Berlin. In der Station Berlin in Friedrichshain, Kreuzberg Friedrichshain, für die Radcon Berlin. Ich bin fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt in die Voll. Oh ja. Und dann haben wir doch auch wieder ein nettes kleines Intro für euch. Wir sehen uns gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns aktuell im Taunus. Wir schreiben noch den 29.05.1733. Allerdings, im Gegensatz zum letzten Mal, ist es nicht mehr morgen, sondern wir haben inzwischen späten Abend, beziehungsweise es fühlt sich an wie später Abend, weil im Gegensatz zu dem Tag, den ihr zwar getrennt voneinander verbracht habt, aber doch alle genießen konntet, der sehr sonnig war, der wirklich euch das Gefühl gegeben habt, ihr seid in einer schönen Welt, ihr habt nichts Grauenhaftes erlebt, ganz im Gegensatz zu anderen Erlebnissen, die ihr schon hattet, seid ihr kurz bevor ihr das kleine Städtchen auf der kölnischen Geleitstraße erreicht habt, namens Glashütten, in ein Ereignis gelaufen, was ihr noch nie beobachten durftet. Vor euch schlugen innerhalb kürzester Zeit 7 donnernde Blitze in den Gipfel des höchsten Berges im Taunus ein. Das alleine wäre schon seltsam genug gewesen, aber danach breitete sich von diesem Gipfel eine gigantische Wolke aus Nebel aus, die aussah, als wäre sie wie eine Naturgewalt die Hänge runtergeronnen, hat sich zum Teil zwischen den Bäumen verteilt, ist zum Teil wieder daraus hinausgewogt, es war mehr wie eine Lawine eigentlich. Und die hat euch innerhalb von kürzester Zeit erreicht, und zwar bevor ihr die Chance hattet, die Stadt zu erreichen. Der Nebel war fast undurchdringlich. Ihr habt kaum etwas vor Augen gesehen. Und es war auch dunkel. Die Wolken hatten sich zugezogen. Und obwohl es erst später Nachmittag war, war es schon finster. Und aus der ansetzenden Dämmerung ist dann auch Nacht geworden. Ihr habt allerdings bemerkt, dass um euch herum etwas passiert. Und habt dann schließlich Gestalten gesehen. Gestalten, die sich auf euch gestürzt haben. Gedrungene Gestalten. Mit riesigen Klauen und Fetzen als Kleidung und teilweise verzerrten menschlichen Gesichtern, die sich auf euch gestürzt haben. Im ersten Moment wart ihr allein und es sah auch gar nicht gut für euch aus, weil ihr von allen Seiten angegriffen wurdet. Selbst euer Maultier hat sich nicht mehr getraut, irgendwie von euch wegzugehen, weil die Gefahr zu groß war. Aber zum Glück sind euch dann 2 tapfere Streiter zu Hilfe geeilt. Ohne die hättet ihr garantiert die Auseinandersetzung mit den
danach folgenden Kreaturen nicht überlebt, weil das war nur die Vorhut, die euch erreicht hatte. Danach seid ihr noch angegriffen worden von einem Art Zauberer, vielleicht ein Schaman dieser Kreaturen, der Totems in den Boden gepflanzt hat, die angefangen haben, purpur zu leuchten und ihm Kraft gegeben haben. Und es stand tatsächlich für einen ganzen Moment auf Messers Schneide. Ihr habt Wut in euch gespürt, die diese Kreaturen euch irgendwie einpflanzen konnten, ohne dass ihr genau wüsstet, wie, die ihr so noch nie gespürt habt, die euch fast dazu gebracht hat, auch eure Kumpanen und eure Mitstreiter anzugreifen. Ihr seid in Flammen aufgegangen, das in einer Weise übertragen wurde, die ihr auch nicht kannte. Das war eindeutig schwarze Magie im Spiel. Und am Ende habt ihr es dann doch geschafft, aufgrund der Kraft und der Macht des Herrn, so sieht's aus, wo Johann beschworen hat, diesen Zauberer, diesen Schaman zu besiegen. Und genau das war der Moment, als wir das letzte Mal aufgehört hatten, als ihr euch dann auf den Weg gemacht habt, Richtung Glashütten. Ja, wir sollten uns beeilen. Es fängt gerade heftig an zu schütten. Es ist ja nicht mehr weit. Ich hoffe es doch. Geht's euch einigermaßen gut? Jo. Ging schon schlimmer, ne? Ich gehe auf Willi zu. Ich bin mir ganz sicher, dass es dir insbesondere gar nicht gut geht. Ich schaue mir immer noch diese riesige Wunde an, die bei dir aufklafft. Du hast dich bewegt. Wahrscheinlich auch viel zu heftig. Jo, habe ich mich. Natürlich habe ich mich bewegt. Von der Lore sind die nicht umgekippt. Und ja, es brennt wie Sau. Darum wollen wir ja noch Glashütte ins Kloster. Na, edles Fräulein, verausgabt euch nicht. Dieser Wunde werdet ihr nicht Herr. Da brauchen wir die Expertise der Zisterzienserinnen. Herausforderung angenommen. Ich glaube, ihr unterschätzt meine Tochter bei weitem. Trotzdem sollten wir vielleicht erstmal gucken, dass wir raus aus diesem Wald kommen. Wir sollten eine Unterkunft finden. Und raus aus dem Reihe. Du weißt ja, wo mein Mundel ist, ne? Ja. Ja. Aber fang doch mal St. Bernhard wieder ein. Oh, gut. Ja, ich gehe das Pferd suchen. Sehr gut. Also tatsächlich ist das Pferd weggelaufen. Verdammt. Und du siehst es auch momentan nirgendwo in der näheren Umgebung. Was aber auch daran liegen könnte, dass du kaum weiter als 1-2 Meter schauen kannst. Ich streiche Fritz. Der ist nicht weggelaufen. Nein, so ein treues Tier. Der steht immer noch neben dir und du hast ein ganz klein wenig das Gefühl, als du ihn streichelst, dass es unter deiner Haut sich anfühlt, als würde das Tier am ganzen Leib zittern. Oh nein, Fritz, ist alles okay? Komm schon, wir gehen hier weg, wir gehen hier weg. Ich ziehe Fritz so ein ganz kleines bisschen so langsam wieder zurück zum Weg. Normalerweise würde er jetzt sich bitten lassen. Du kennst das Spiel. Du müsstest ihn dann ein paar Mal auffordern. Wahlweise müsstest du ihm einen Klaps geben oder müsstest ihm was zu fressen anbieten. Und im Moment bewegt er sich, aber du merkst, dass mit jedem Schritt, der ist sehr stark, es ist so ein zitterndes Tap. Tap. Dein Maultier bewegt sich freiwillig und von selbst. Hauptsache, es darf weg und du gehst nicht von ihm weg. Fritz ist krank. Ich greife in den Futtersack, den wir hinten befestigt haben, hole ein Stück Zuckerrübe raus. Für besondere Gelegenheiten. Und gebe ihm davon was. Er beachtet die Zuckerrübe nicht mal. Wir müssen hier weg. Ja, also ich schaue mich hektisch nach dem Tier und natürlich nach seiner Beladung um und gucke, ob ich irgendwelche Spuren finde. Okay, du findest tatsächlich Spuren. Es hat inzwischen ja lang genug geregnet, deswegen gibt es relativ klare Abdrücke. Und die Spuren scheinen zum einen weg von der Richtung zu führen, aus der ihr gekommen seid. Also sprich nicht wieder zurück Richtung Esch bzw. Richtung Kröftel, sondern weiter Richtung Glashütten. Und es sieht so aus, als wäre, welches Pferd das auch immer sein könnte, das da entlang galoppiert ist, mit großer Geschwindigkeit diesen Weg entlang galoppiert. Uff, nur Glashütte. Der St. Bernhard ist da, wir wissen noch. Du warst warum. Ja, natürlich.
Ja, scheint so, als ob der Gaul mehr Verstand hat, als wir zugetraut haben. Hm? Okay, auf geht's. Das erklärt, warum Fritz geblieben ist. Das habt ihr jetzt gesagt. Bevor wir fortgehen, schaue ich, dass ich mir nochmal die so ein Totem anschaue. Mhm. Da stand da ja noch und da liegen auch noch Leichname rum, mitten auf dem Weg. Ja. Also vielleicht sollten wir gucken, dass für Reisende die Folgen zumindest, das nicht mehr direkt auf dem Weg liegt. Ja, sie sollten schon wissen, dass es hier kein sicheres Gebiet ist. Ja. Als Dienst für die Gemeinschaft sollten wir vielleicht die kölnische Handelsstraße frei halten und keine Unholde jawohl an, epischen Ausmaßes drauf liegen lassen. Dann lass uns was tun. Ja, wir räumen die zumindest vom Weg runter. Dass Reisende die Folgen nicht erstmal Leichname wegräumen müssen. Okay, tatsächlich sind der Großteil der Toten nicht auf der Straße, sondern neben der Straße, allerdings nicht weit von der Straße entfernt. Das heißt, wenn der Nebel sich irgendwann auflösen sollte und es wäre hell, dann würde man die sehen. Von den Totems ist nicht viel übrig, weil die sind ja am Ende, als der Zauberer gestorben ist, dann auch in einem großen, in einer Explosion eben tatsächlich vernichtet worden. Du findest nur Reste davon. Und das sieht aus, als wären das vor allen Dingen die Schädelfragmente, die oben das Totem gebildet haben. Von dem Hold selbst findest du zum Beispiel gar nichts mehr. Hat der große Unhold irgendwas an... Also ich weiß, es sind keine Kulturschaffenden, aber hat der irgendwas dabei, wo man Hinweise draus ziehen kann? Möchtest du den jetzt tatsächlich weiter durchsuchen? Ja. Okay, was macht ihr in der Zwischenzeit? Wenn natürlich die... Leichen soweit weggeräumt und weggeschafft sind, würde ich dann doch schon ein bisschen jetzt aber los auf das St. Bernhard. Denk doch mal an den Gaul. Der hat doch auch Englisch. Ja, lass du hier. Der Herr von Witten, der weiß schon, was er tut. Ich werde derweil dem edlen Fräulein mit meinem Schild etwas Schutz vor dem Regen spenden. Okay. Also du schaust dir an, ob dieser große Schamane tatsächlich was bei sich hatte und du durchsuchst ihn, du findest tatsächlich ein paar Gulden in einer von seinen Taschen, aber ansonsten nichts, was wirklich relevant ist. Was du noch findest, sind Dinge wie gebastelte Figürchen, es sieht ein bisschen aus wie so kleine, aus Stroh gebastelte Menschen, die mit irgendwelchen Bändern umwickelt sind und zum Teil angemalt sind. Manche wirken auch, als wären sie aus irgendwelchen Knochen geschnitzt, zum Teil auch noch gebrochene Knochen. Das dauert auch einen Moment, bis du feststellst, dass das wahrscheinlich sowas wie ein Vorratspack war, den du da gerade versucht hast zu durchwühlen, weil aus manchen von denen ist das Mark schon rausgesogen worden. Mhm. Andere sehen aus, als würden die gerade noch drauf warten. Du findest aber nichts, was du jetzt irgendwie als wirklich von Belang betrachten würde. Okay. Ich will mich da auch nicht unnötig lang drin aufhalten. Und, um euch herum hat es inzwischen auch wieder so eine Stille angenommen. Dann ist hier eine sehr laute Stille. Jetzt mach, denk an Neukischt und denk vor allem an Neukischt. Was macht man jetzt auch noch Find? Herr von Witten, seid ihr so weit? Ja, wir sind so weit. Okay. Ihr hört ein entferntes, sehr weit entferntes. Zügig. Wir folgen den Spuren von St. Bernhard. Jo. Bumm. Wir folgen den Spuren zügig. Bumm. Ihr folgt den Spuren. Tatsächlich führen die Spuren von dem Pferd, das wahrscheinlich St. Bernhard ist, schnurstracks die Straße entlang. Es hat also nicht versucht, durch den Wald davon zu kommen, sondern hat zielsicher die Straße gefunden. Und es dauert gar nicht lange. Also ihr seid gefühlt vielleicht 3-4 Minuten unterwegs. So richtig schnell kommt ihr hier trotzdem nicht voran. Zum einen seht ihr so gut wie nichts, zum anderen ist es wirklich inzwischen unangenehm schlammig geworden. Und jeder Schritt gibt so ein schmatzendes Geräusch von sich. Als ihr aus dem Nebel aufsteigend plötzlich einen Wehrturm seht. Ich schaue immer wieder mal hinter uns, ob nicht irgendwas noch nachkommt. Und
Wir sind hier in einem typischen deutschen Mischwald, oder? Es ist ein Mischwald, allerdings hat er hier tatsächlich Stand heute sehr viel Nadel auch. Ah, okay. Typischer deutscher Mischwald mit ein bisschen Nadel. Okay, ich schaue mich mal um am Wegesrand. Giersch, das ist auch Geißblatt genannt, das ist ein Heilkraut. Da würde ich mich gerne mal umschauen. Das wächst eigentlich überall in Deutschland. Okay, dann würfel doch bitte mal auf deinen... Das ist, geht bei dir über die über Hexenkünste, richtig? Ja. Zwei. Okay. Du suchst einen Moment, also das ist jetzt nicht nur am Ende, sondern auch während ihr euch bewegt, schaust du dich ein bisschen dabei um und entdeckst tatsächlich, gerade kurz bevor ihr das Städtchen erreicht, entdeckst du einen kleinen Strauch davon und kannst dir etwas mitnehmen, ein bisschen was pflücken. Desinfizierend. Braucht bestimmt für ihn. Ja, ihr seht diesen Wehrturm. Blumenpflücken. Ihr seht diesen Wehrturm, der aus dem Nebel herauskommt. Und die Straße führt dann direkt daran vorbei. Und ihr seht dann auch kurz darauf ein anderes Gebäude, was auf der linken Seite ist. Also der Wehrturm ist auf der rechten Seite der Straße. Und es passiert sozusagen aus Versehen, dass ihr in diese Stadt reinkommt. Die Stadt scheint auch keine Stadtmauer als solches zu haben. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Das haben tatsächlich inzwischen eigentlich nur noch wenige von den moderneren Städten. Viele haben das noch in den inneren Bereichen, die eher noch aus dem Mittelalter stammen. Aber viele neuere Städte haben das zum Beispiel auch einfach gar nicht mehr. Und als ihr dann reinkommt, seht ihr dann auch nach einigen Schritten, dass etwas leuchtet. In Sichtweite, nicht allzu weit weg. Und es dauert einen Moment, bis ihr realisiert, das müssen Straßenlaternen sein. Seelenlicht? Nein, es ist tatsächlich Öl oder sowas. Okay. Also das heißt, das ist eine ganz normale gelbe Flamme und es ist ein gelbes Licht, was da von sich gegeben wird. Auch ein warmes Licht und kein, wie man das aus den Seelenlicht erleuchteten Städten kennt, so ein grünes Licht. Das ist angenehm. Okay. Jo. Schauen wir, ob wir einen Gasthof finden. Ist am Wehrturm irgendjemand zu sehen? Vielleicht jemand, der da patrouilliert oder sowas? Der Wehrturm ist, würde ich mal schätzen, vielleicht insgesamt so 8 Meter hoch. Das heißt, das ist kein besonders hoher Wehrturm. Der hat oben eine runde Spitze, also so ein richtiger Turm. Der aber wohl, so wie du es von hier kennen kannst, bisher bin ich ganz sicher, der letzte Teil ist in Holz gebaut, sodass man eben von oben gucken kann. Aber zumindest ist es für die Leute, die oben draufstehen, so geschützt, dass sie momentan nicht berieselt werden. Aber du siehst momentan auch niemanden, der da drauf zu stehen scheint. Du siehst aber aus einer zumindest von den Schießscharten, die da dran sind, siehst du ein flackerndes Licht rausfallen. Hida! Ist da jemand? Ja? Das hier ist das kein Wachturm? Habt ihr es nicht so mit der Aufmerksamkeit? Kurz Moment Stille. Hörst du noch so? Wir haben gerade in die andere Richtung geguckt. Sonst hätten wir euch gesehen. Gebt euch zu erkennen. Nun ja, wir verstecken uns nicht. Wer seid ihr? Balthasar von Aachen ist mein Name. Ich habe einige Gefährten, mit denen ich reise. Moment. Ja? Heißt das jetzt herein? Ich weiß es nicht. Ist das hier Glashütten? Ja. Großartig. Gibt es hier ein Gasthaus für müde Reisende? Ja, natürlich. Das ist schön. Ist zufällig ein beladener Gaul vorbeikomme?
Stille. Ich glaube, sie haben gerade in die andere Richtung geguckt. Nein! Die Spuren sind aber hierher, nicht wahr? Jo. Wir gehen auch noch weiter die Straße. Ja, ist klar. Nun, wir möchten euch im Guten nahelegen, ein wachsames Auge in Richtung des Feldbergs zu werfen. Das haben wir doch getan! Gut, dann macht einfach weiter mit dem, was ihr getan habt. Das sind nicht gerade die hellsten Kerzen am Leuchter. So kann man es tatsächlich ausdrücken. Balthasar macht sich wieder Freunde. Also, egal wie hinterwäldlerisch ein Ort sein mag, ein bisschen Disziplin hat ja wohl noch einem geschadet. Du hast wohl recht. Gut, dann lasst uns jo. Mal nach dieser ominösen Unterkunft suchen. Jo, ihr guckt noch die Unterkunft, ich guck noch den St. Bernhard. Ich. Nichts gegen eure Befehlsstruktur, Balthasar, aber was haltet ihr davon, wenn ihr nach dem Pferd guckt und euer verletzter Kumpan mit uns in die Unterkunft kommt, damit wir ihn versorgen können? Ach, das geht schon, das ist nicht so schön. Nein, das geht absolut gar nicht. Wärt ihr so frei? Ja, der Wilhelm kommt deutlich besser mit dem Pferd klar als ich, fürchte ich, aber... Ich bin mir sicher, dass ihr sehr viele Talente besitzt. Nun gut, Wilhelm, dann... Okay, das... Da vorne könnte schon ein Gasthaus sein. Dann wärmt euch mal auf, ich finde den Gau schon. Du weißt, wie Pferdespuren aussehen. Also groß, rund, nicht? Ja, ja. Meistens um den Boden. Hufeisenförmig, nicht wahr? Ja. Aktuell führt die Hauptstraße weiter geradeaus. Da sieht man auch die Spuren auf dem Boden. Du hast kein Problem, diese Spuren zu sehen. Großartig. Besser so. Und es führt noch eine Straße direkt links hoch und das geht dann noch ein paar Schritte weiter. Dann hinter dem Turm geht eine auch nach rechts runter. Aber auch, als ihr dann schon weitergeht, seht ihr ein Schild. Richtig schönes, einladendes Gasthaus-Schild. Hervorragend. Mit einer großen Krone drauf und drunter steht dann auch zur Krone. Kreativ. Das kommt von seitlich des Eingangs. Oh, das hört sich doch gut an. Ja, ich gehe dem Geräusch nach. Nee, ich gehe dem Geräusch nach. Wir haben uns jetzt darauf verständigt. Die letzten 2 Meter macht der Balthasar. Ja, der Dame zuliebe, natürlich. Ja. Gut. Was wollt ihr denn machen? Also, ich denke, Wilhelm? Willi longt. Wilhelm ist ja bloß meine Mutter. Ja, wahrscheinlich auch nur, wenn sie böse war, oder? Dann, ja. Willi, lass uns mal sehen, dass wir ein Zimmer für sie finden und... Ich werde mich um euch kümmern. Jo. Und ich geleite ihn rein, ich stütze ihn so ein bisschen. Mhm. Ich fange schon mal an, ihn halb so zu diagnostizieren, während wir reingehen. Ich bringe Fritz noch zum Stall. Danke, Vater. Okay. Du musst auch um die Ecke entsprechend rum. Als du um die Ecke kommst, siehst du dort ein Pferd stehen, was verflucht nochmal deinem sehr ähnlich sieht. Das ist angenehm. Hat es auch 2 Kisten drauf? Es hat 2 Kisten hinten drauf. Und neben ihm steht ein Bursche, würdest sagen, vielleicht so 14, 15 Jahre, der den Wallach am Zügel hält. Während der die ganze Zeit weiter versucht, da zu trinken. Das heißt, da ist eine Tränke eben auch aufgebaut. Und der noch dann so streicht, ruhig, ruhig. So, Bursche. Was macht ihr da mit meinem Pferd? Entschuldigt, Herr. Das... Er lässt es los, lässt die Zügel los und... Ich nehme mir die Zügel. Bevor du die Zügel greifen kannst, versenkt sich der Kopf deines Pferdes erstmal wieder in der Tränke. Dann benutze ich diese Handbewegung, um ihn über den Kopf zu streichen. Ich habe nur hier draußen was Viren hören und dann kam ich raus und
Sehr gut, sehr. Der gut. Stand hier und. Das ist sehr aufmerksam. Danke sehr. Ich schnippe ihm Gulden zu. Ihr gehört hier zum Gasthaus? Ja, ich bin der Jochen. Jochen. Und ich kann mich um das Pferd kümmern. Ich mach das gern. Also ich reib's auch trocken. Wir haben frisches Stroh. Das klingt ausgezeichnet. Dann vertraue ich, dass St. Bernhard bei euch in guten Händen ist. Das ist ein wunderschöner Name. Und es ist ein wunderschönes Pferd. Und ja, ja. Soll ich euch beim Abladen helfen? Nein, das werde ich schon selbst erledigen. Das sind noch zwei Kisten. Ich kann euch helfen. Nein, das ist nicht nötig. Okay, dann führe ich ihn jetzt mal nach hinten. Mhm. Ich komme gleich in die Stallungen, um die Kisten abzuholen. Also er schaut, während er sich mit dir unterhält, das Pferd anschaut und dahinter immer wieder bemerkt, dass da noch jemand steht, auch recht verwirrt manchmal rüber. Mhm. Und man merkt, dass er gar nicht genau weiß, wie er jetzt damit umgehen soll mit der Gesamtsituation. Und bring erstmal das Pferd ins trockene, Bursche, ich kann warten. Ja, sofort. Sand. Komm mit, Sand. Und führt es weg. Ja, ich warte da draußen, ziehe meinen Hut noch so ein bisschen runter, schlag den Kragen hoch, also weil ich im Regen stehe. Du siehst, dass das um die Ecke führt. Da ist so ein kleiner Durchgang für einen Hof. Und bist dir sehr sicher, dass das der übliche Aufbau sein müsste. Wahrscheinlich ist da drin entsprechend die Stallung. Wenn du willst, okay, kannst du tatsächlich auch hinterher gehen. Dann gehe ich hinterher. Aber ihr beide dürft trotzdem an der Stelle bitte mal auf Erkennen würfeln. Das sind die Leittalente, die du verlangst, ne? Eine. Ich möchte einen Segnungswürfel nachwürfeln. Dann sind es zwei. Das sind zwei? Oh ja. Okay. Du führst gerade den Fritz hinterher und dein Maulesel ist immer noch bereitwillig, sich von dir führen zu lassen. Das war ein Schock. Es ist immer noch extrem ungewöhnlich. Aber zumindest hat dieses ganz intensive Zittern aufgehört. Sehr gut. Er ist in eine fügsame Phase übergegangen. Das ist nur von kurzer Dauer. Das muss mir eigentlich auslösen. Ich kann mir gerade irgendwelche Tricks lernen. Der macht alles vorne mit laut. Und als du hineinkommst, siehst du tatsächlich, dass das typischer Hofaufbau ist. Mhm. Wobei hier der Stall tatsächlich noch richtig neu aussieht, also modern gemacht. Sieht nicht aus, wie das gerne der Fall ist in anderen von diesen kleinen Städten oder Dörfern, die du kennengelernt hast, wo das eigentlich in dem Sinne kein Pferdestall war, sondern eigentlich mal eine Scheune, die dann irgendwie umgebaut wurde, sondern das ist tatsächlich ein Stall, der direkt auch Zugang hat und das sieht echt gut aus. Jetzt nicht so, dass unglaublich viel Platz darin wäre, aber schon so, dass man für so eine Durchgangsstadt entsprechend viel Platz bietet. Für Fritz wird es reichen. Genau, du kannst Fritz dann auch entsprechend mit reinführen. Mach ich. Jochen dreht sich dann kurz zu dir um und nehmen Sie doch die Box da, die ist leer und die habe ich schon ausgestreut. Danke, Jochen. Gern. Und der führt in der Zwischenzeit den Wallach in die Box und redet mit dem die ganze Zeit und gibt ihm Futter und reibt ihn ab und ist dann ein bisschen aufgewühlt, als er feststellt, dass er doch das gar nicht anrührt, das Stroh. Der Wallach steht da noch und scheint etwas weggetreten zu sein. Du stehst in der Zwischenzeit noch vorne, also als er um die Ecke geht, den Rest kriegst du wahrscheinlich nicht mehr mit, aber was du bemerkst, kurz bevor du dich wegdrehen möchtest und Richtung Eingang gehst, ist das an dieser Tränke, das ist wie so ein Brunnen, wo eben tatsächlich auch so ein ganz leichter Wasserstrahl die ganze Zeit eben runterkommt, in so einem Sandstein-Trog. Da ist doch was drauf. Auf dieser Säule, aus der dieser Hahn rauskommt. Das ist ja interessant. Was kann ich da irgendwas erkennen, irgendwas sehen? Als du näher dran trittst, stellst du fest zum einen, das ist so ein rötlicher Sandstein, aus dem das rausgehauen ist, ein bisschen grob. Also es ist keine tolle Arbeit, sondern das, was halt gebrauchsfertig ist. Und es sieht so aus, als wäre auf diesen
oberen Teil hätte jemand klein, vielleicht so groß, unter diesen Wasserhahn was draufgeschrieben. Nämlich 7x7. Mhm. Was du im ersten Moment nicht gesehen, weil dieser Wasserstrahl noch davor war. Und das ist auch nicht gut zu erkennen auf diesem rötlichen Sandstein. Und es verläuft auch langsam. Ist es eingeritzt oder ist es mit irgendeinem Material geschrieben, gemalt, geschmiert? So direkt sehen kannst du es nicht, aber... Ich fasse es an. Gehst drüber und dabei verwischst du es deutlich und hast es dann auch an den Fingerspitzen. Und als du es so verreibst, würdest du sagen, das ist wahrscheinlich Kohle. 7x7? Mhm. Das könnte auch 7x7 sein. Ich... Warte mal. Ich wisch's ab. Mhm. Mit dem Wasser, das aus dem Boden kommt. Also es reicht völlig, dass du einmal kurz mit der Hand ins Wasser gehst, einmal drüber wischst. Das hinterlässt zwar so einen Film. Du musst dir danach die Hand nochmal reinigen, aber dann ist es auch weg. Okay. Und in dem Moment kommt dann auch Johann wieder um die Ecke. Bepackt mit diversen Dingen, also mit unserem Gepäck. Mhm. Ich gehe schon mal rein. Vielleicht solltet ihr den Jungen beruhigen, der macht sich gerade einen riesen Vorwurf daraus, dass St. Bernhard noch zu gestresst ist, um zu fressen. Okay, ich schaue es mir mal an. Ja, wir sehen uns drin. Dann gehe ich zum Stall, spreche Jochen noch einmal gut zu, sage ihm, dass er seine Sache ganz hervorragend macht und dass der gute St. Bernhard manchmal ein bisschen länger braucht, um sich einzugewöhnen. Ich habe auch extra versucht, ihm was von... Oh, das mag er ganz besonders gern. Das wird's, also ich bin sicher, er wird sich schon... Aber er hat noch nichts gefressen. Er braucht ein bisschen, das ist kein Problem. Okay. Er wird morgen Spaß mit dem Soll ich Ihnen nicht vielleicht doch mit dem Gepäck helfen, Herr? Schaffst du die große Kiste? Klar. Ja. Gut. Ich nehme mir die Kleine. Okay, also du packst diese Kiste ab, die mit dem Mantel umwickelt ist. Und er löst den Riemen von der anderen Kiste. Und du siehst schon, dass der hintere Teil dann leicht runterrutscht. Er versucht das festzuhalten und macht dann an der anderen Seite den Riemen los. Und dann kommt ihm diese ganze Kiste auch entgegen. Das Ding ist schließlich, naja, gut und gerne, oder? So lang, so hoch. Bretterkiste und fällt ihm entgegen und er taumelt einen Schritt nach hinten. Du hast im ersten Moment den Eindruck, okay, das war's, der legt sich jetzt hin und diese Kiste fällt ihm einfach wahlweise platt auf die Brust oder auf den Kopf. Aber glücklicherweise, bevor er fallen kann, erreicht er einen Balken mit dem Rücken. Und er knallt gegen diesen Balken mit der Kiste. Bumpf. Geht so ein bisschen in die Knie, versucht sich aber festzuhalten und du siehst, dass der Kopf anfängt, wird richtig rot, die Augen kommen so ein ganz klein bisschen raus. Ich rühre keinen Finger, ihm zu helfen. Er ist ein junger Bursche, er muss selbst lernen, seine Grenzen richtig einzuschätzen. Er hat gesagt, er schafft das. Okay. Und hört zum Erwachsenwerden dazu. Okay. Ich will, dass er ein Sternchen kriegt, Best Dad. Und ich bin nur froh, dass ich das nicht mitkriege. Okay. Nochmal kurz, ich bin der Inquisitor in dieser Runde. Also du wirst ja nochmal sagen. Als ihr dann außen rum geht, Richtung wieder des Eingangs, hast du für einen kurzen Moment den Eindruck, als würde er versuchen, irgendwas zu sagen oder irgendwie vielleicht einen Hinweis zu geben oder sowas. Aber es kommt nicht viel mehr als ein... aus ihm raus, also ein bisschen ein Japsen. Und dann folgt er dir einfach. Sehr gut. Gut. In der Zwischenzeit. Bitte den Charakter. Habe ich mir den Willi geschnappt und ihn förmlich, vielleicht auch ein bisschen gegen sein Willen, so ein bisschen ins Gasthaus reingezerrt. Also im Gasthaus wirst du den guten Willi nicht zerren.
Vielleicht nicht wegen der Aussicht auf Heilung, sondern wegen der Aussicht auf Alkohol. Jo. Gut, dann ist es ja für mich kein Problem, dich auf einen der Stühle zu buxieren. Als ihr reinkommt erstmal. Oh. Also, ihr macht die Tür auf zu dem Gasthaus und ihr steht tatsächlich direkt in der Gaststube. Also es ist nicht, wie man das bei, sagen wir mal, besseren Gasthäusern kennt, dass man erstmal so einen Vorraum hat, so einen Windfang, sondern es geht direkt in die Gaststube rein. Die Gaststube ist recht geräumig, muss tatsächlich von diesem Teil des Hauses, ist so ein bisschen auch über Eck gebaut, und so den größten Teil einnehmen. Und es hat den typischen Aufbau, den man von den meisten Gasthäusern her kennt. Das heißt, es stehen Tische auf der linken Seite, vier Tische mit Stühlen drumherum. Auf der rechten Seite ist eine Theke, die ja, auf der Gläser stehen und auf der auch dahinter Sachen noch abgestellt sind. Fass. Es ist eine Tür hinter der Theke, es ist eine Tür direkt, als sie reinkommt, auf der rechten Seite. Das dürfte wahrscheinlich der Zugang dann sein für die Gästezimmer und sowas. Also da dürfte dann die Treppe dahinter sein. Und ihr bemerkt erst, als ihr ein Stück weiter reingeht, dass es hinter der Theke, also auf der rechten Seite, am Ende der Theke nochmal einen Tisch gibt. Der steht ein bisschen außerhalb des restlichen Sichtfeldes, einfach weil der hinter der Theke steht und nicht so prominent ist. Und die scheint recht gut besucht zu sein, das Gasthaus. Also es sind fast alle Tische besetzt. Von den 5 Tischen sind tatsächlich 4 besetzt, als ihr reinkommt. An dem ersten Tisch sitzen 2 Männer, die sich, ja, man könnte wahrscheinlich sagen, unterhalten, aber erstmal ein bisschen mürrisch in eure Richtung gucken, als ihr reinkommt, aber recht schnell das Interesse zu verlieren scheinen. An dem zweiten Tisch auf der linken, achso, der erste Tisch auf der linken Seite ist frei, das ist also der zweite auf der linken Seite. Der dritte auf der linken Seite ist besetzt mit einem Mann und einer Frau, die euch gar nicht beachten, als ihr reinkommt, sondern das Mädchen, das ist eher noch keine Frau, ist eher noch ein Mädchen, kichert ein bisschen gerade und so eine Mischung aus belustigt und geziert. Der hinterste Tisch auf der linken Seite, der ist tatsächlich voll besetzt, da sind 4 Personen dran, das ist 4 Männer, eine Frau und einer von den Männern haut gerade aus irgendeinem euch nicht ersichtlichen Grunde gerade auf den Tisch so richtig fest und doch, sage ich, als ihr die Gaststube betretet und an dem Tisch auf der rechten Seite, der ein bisschen, wie gesagt, eben abseits von den anderen steht, sitzen 2 Personen, die auch kurz aufgucken, als ihr reinkommt. 2 Männer. Ich sag laut und deutlich, ein Gute. Die ersten beiden gucken kurz auf so. Der eine von denen ist ein älterer Mann. Tach! Mustert dich so ein bisschen von oben bis unten. Wendet sich dann seinem Gesprächspartner zu, von dem ihr momentan nur den Rücken seht, weil er sich gar nicht zu dir umgedreht hat. Dann Mensch, den siehst selbst du gut aus. Der Rest guckt nur kurz. Der Mann an dem dritten Tisch auf der linken Seite, der mit dem Mädchen da sitzt, guckt auch kurz hoch. Lächelt in eure Richtung. Und der macht tatsächlich auch einen netten Eindruck so auf den ersten Blick. Der sieht gut aus. Blond, hat eine Weste an, wo man direkt auch sehen kann, so von wegen, okay, der ist kein Bauer oder sowas, sondern schick, der weiß sich zumindest zu kleiden und lächelt dir einfach nett zu. Nick kurz. Und unterhält sich dann. Ja. Redet mit dem Mädchen, was da bei ihm am Tisch sitzt. Dann geht die Tür auf. Hinter der Theke und es kommt eine junge Frau, älteres Mädchen raus, würdet schätzen, dass sie wahrscheinlich so um die vielleicht 18, 19, 20, sowas um den Dreh ist und hat so 4 Krüge in der Hand mit
große, die sie gerade an der Theke vorbeibuxiert und Richtung von dem vollbesetzten Tisch bringt. Ja. Guten Tag. Nehmen Sie auch schon Platz. Ich bin sofort bei Ihnen, okay? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Abend. Dann geht die Tür nochmal auf und es kommt eine ältere Dame raus. Weißes Haar, so richtig streng nach hinten gebunden. Ein Gute. Gäste. Ja. Nehmen Sie doch Platz. Nimmt so Tuch von ihrem von dem Rock und wischt noch mal kurz über den Tisch drüber. Ja, ich lasse sie das natürlich erstmal machen, soll sich erstmal Ordnung schaffen, aber dann, sobald sie damit fertig ist, setze ich dann erst mit den Willi hin. Jo, und jetzt was zu trinken. Ja, das hilft der Betäubung. Jo. Sie sehen ja doch reichlich mitgenommen aus. Bitte schön, außer dem Reiert. Wie Sau. Bitte. Es reiert. Wasser von oben. Regen! Jo. ja, es regnet. Ja. Gut. Lieselotte! Das andere, das Bedienmädchen, hat gerade die ganzen Krüge abgestellt. Ja? Kommst du mit? Die Herrschaften würden gerne bestellen. Wollen Sie auch was zu essen haben? Jo, und was zu schlafen wäre anschlicht? Für die Nacht? Wenn es frei ist? Ja, wir hätten da noch 2 Zimmer frei. 2 Doppelzimmer? Ja, die Betten, es stehen immer 2 Betten im Raum. Ich, das nehmen wir doch, oder? Ja, wir nehmen beide. Wir reisen zu viert. Ah, okay. Gut, dann werde ich das soweit vorbereiten. Wollen Sie was Warmes zu essen oder reicht Ihnen etwas Kaltes? Ach, haben Sie ein warmes Süppchen? Das nehme ich gern. Ja, das haben wir. Jo, was Warmes wäre, glaube ich, besser. Ein bisschen Brot dazu. Okay, gut. Lieselotte wird ihre Bestellung aufnehmen. Rauscht ab. Ich werde währenddessen schon mal mein ganzes Sammelsurium an der Tasche, die ich von unserem Fritz abgemacht habe, auf den Tisch so. Wunderbar. Erstmal also meine Kräuter und du hörst so ein bisschen klirr, klirr. Ich habe da wohl so ein paar kleine Gläschen voll mit Salben und Tinkturen. Und da werde ich dann erstmal da ein bisschen was raus. Mach mal den Oberkörper frei. Der Hunde? Ja, was sonst? Bei der ganzen Leid? In dem Moment geht die Tür auf und Johann kommt da. Ein Glück. Guten Abend. Tag. Gott zum Gruß. Schönen guten Abend. Das ist das Mädel, was hinter der Theke steht und gerade auch in eure Richtung kommt. Ich zeige so ein bisschen auf den Tisch, wo die beiden sitzen und gehe dann da auch hin. Ihr kommt trotzdem in eure Richtung. Darf es was zu trinken sein? Sehr gern. Was darf sein? Was könnt ihr empfehlen? Das kommt drauf an, was Sie gerne haben wollen würden. Wir haben ein tolles Dunkel. Das hat der Herr Kleinhans selbst gebraut. Und dann haben wir auch noch einen guten Rheingau-Wein. Der ist tatsächlich den auch sehr lecker. Wir beide nehmen den Wein. Den Wein, okay. Und für den Herrn? Ich sage dann das andere. Okay, ich kann Ihnen auch nur empfehlen, wir haben ein paar ganz tolle Schnäpse. Da reden wir später nochmal drüber. Gut, dann wären das 2-mal der Wein und 1-mal das Bier und ein Wein. Jo. Gut, so machen wir das. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Die sind sehr höflich hier. Ja, scheint so. Gottgefällige Herrschaften. Tappelt davon. Ja, ich mach dann schon mal so ein bisschen, mach dein Jäckchen auf. Wolltest du das? Ja, natürlich.
Vater, das können wir nicht aufschieben. Sieh doch nur, wie schön das aussieht. Gehen wir doch erst einmal aufs Zimmer, machen das und dann, also hier sind Leute. Ich packe meine Tinkturen wieder ein und schaue sie mit sehr viel Protest in den Augen zu dir. Dafür packe ich meine Tinktur aus. Und Wirtin? Ja? Wir würden gern einmal unsere Sachen vorher aufs Zimmer bringen, wenn das Da muss ich gerade die Chefin kurz rufen. Sehr nett. Kleinen Moment, bitte. Sie geht wieder durch die Tür. Du reist mit Balthasar, Wittli? Schon länger? Schon eine ganze Weile, ja. Mhm. War das draußen unser Pferd? Ja. Oi. Alles noch da? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr vorher hattet. Also, eine große Kiste und was Kleines in meinen Mantel gewickelt ist. Warum hast du deinen Mantel? Es hat geregnet. Jo, das habe ich dir bei Lasser auch gefragt, ob man auch konnte, was gewecken. Oh, gut, aber es waren Dinge auf dem Pferd. Hält sich ja schon mal gut an. Ja, und Balthasar arbeitet gerade mit dem Stallburschen daran, dass die Dinge hier reinkommen, glaube ich. Oh. In dem Moment geht die Tür auf und Balthasar schreitet herein. Einer winzigen Kiste. Mit etwas, was in einen Mantel gewickelt ist. Mehr seht ihr nicht. Mhm. Ich schaue mich um, ob meine Gefährten schon einen Platz gefunden haben. Mhm. Schreite dann entschlossen darauf, auf diesen Tisch zu, lege mein Bündel ab und sorge dann dafür, dass Jochen nicht zusammenbricht. Der Stallbursche kommt hörbar schnaufend durch die Tür. Stolpert im letzten Moment über die oberste Stufe und die Kiste fällt mit einem lauten, heftigen Krachen auf dem Boden, auf die Kante. Also man hört auch so ein, also das Holz hört man richtig reißen. Und wahrscheinlich ist, also der Holzboden hat auch ein bisschen mehr als nur eine Schramme abgekriegt. Und dann fällt die Kiste zur Seite um. Und du siehst auch aus dem Blick, aus dem Augenwinkel heraus, wie der Deckel, der jetzt auch auf der Seite liegt, also ist so umgekippt, anfängt sich so. Ich spring auf und zur Kiste richtig hin, fällt Deckel drauf. Quasi zeitgleich springe ich auch dahin, aber ich helfe Jochen auf. Prioritäten. Also, du hast die Kiste gesehen, Kiste wieder hingestellt, also bevor sie aufgehen konnte, zum Glück ist sie ja vernagelt, aber die Nägel haben angefangen, sich rauszudrücken. Ja. Und das war das quietschende Geräusch. Drehst du wieder um und drückst das kurz fest. In dem Moment bemerkst du, dass hinter der Kiste tatsächlich jemand auf dem Boden liegt. Der Jochen, dem du aber gerade dann auch aufhilfst. Es sieht so aus, als hätte er nicht mal den Versuch gemacht, sich im Fall noch groß abzustützen. Oh nein! Oh. Also der ist wirklich hingeklatscht, glücklicherweise nicht mit dem Kopf auf den Boden, sondern mit dem Kopf auf den Arm. So ist es. Okay, ich putze ihn so ein bisschen ab und dann greife ich in meine Tasche und hole so ein Taschentuch raus. Keine Sorge, das Gesicht hat den Fall gebremst. Oh. Das kennen wir alle, oder? Das tut mir so leid. Du bist gerade dabei. Ich glaube dir das nicht. Also dir, das tut mir aber Balthasar nicht. In dem Moment, wo du gerade anfängst, dir das Gesicht abzutupfen, geht die Tür auf mit einem lauten Rums und die Wirtin kommt raus, guckt sich erschreckt um. Jochen! Was machst du da? Eilt auf euch zu. Du ungeschickter Tölpel! Geht zu dir hin. Ist aber trotzdem zu dir freundlich, greift von der anderen Seite Jochen unter die Arme, also unter den Arm und so, komm hoch, danke, vielen lieben Dank, kommst du hoch und zerrt den Jungen noch auf die Beine. Seid nicht zu hart zu dem Jungen, er hat sich nach Kräften bemüht. Selbstverständlich, nein, machen sich keine Gedanken.
Komm bitte mit, Jochen. Und es geht aus dieser Tür raus, die wohl Richtung der Treppe führt. Und als die Tür zufällt, hört ihr noch so, hab ich dir nicht gesagt? Und dann hört ihr so, patsch, patsch, au, au. Ich glaube, wir können gleich Garage pumpen. Wenn es mit Würde ist, ist es ja okay, habe ich gehört. So. Oh, das hat natürlich auch im Rest des Raums für Aufmerksamkeit gesorgt. Ja. Und alles guckt so ein bisschen eine Mischung aus erstaunt, belustigt, interessiert in eure Richtung. Jetzt sind wir bunte Hunde. Ja. Morgen weiß das ganze Dorf von uns. Ich nehme die Kiste und trage sie zu unserem Tisch. Stell sie ab, setz mich hin und meine Füße drauf, damit ich weiß, wo sie ist. Das ist gut. Gut, du kannst ja immerhin an diesen Seiten laufen nehmen. Du hast, deine Armspannweite ist allein weit genug dafür. Und stellst sie entsprechend ab. Ein paar von den Leuten gucken halt irgendwie immer noch, aber das gibt sich dann auch recht schnell. So, dann hoffen wir, dass wir gleich unsere Zimmer bekommen und dann bringen wir die Sachen hoch. Und dann die Tür hinter der Theke geht auf. Es kommt ein stämmiger Mann rein. Richtigen großen Vollbart, ein bisschen rundlich gebaut. So rote Wangen, die man noch unter dem Bart sehen kann. Guckt sich so um. Der Blick bleibt hängen bei dem Tisch, wo der eine ältere Mann oder etwas jüngere sitzen und geht da dann drauf zu. Grüßt nochmal so in die Runde, wortlos, an alle Tische. Komm, Johannes. Ich glaube, es reicht jetzt, oder? Ah, halt doch den Mund, Vater. Jetzt, komm, es reicht. Für uns gut. Eins noch. Na gut. Eins noch, aber dann ist gut. Friedhelm, willst du auch noch einen kleinen? Ach nee, weißt du, ich trinke nichts. Kannst du mir noch einen Tee machen? Ach, wobei, der letzte, den du mir gemacht hast, der war scheiße. Lass den lieber deine Frau machen. Du weißt Bescheid, wie das geht. Ach, und gib deinem nichtsnutzigen Sohn einfach noch was zu trinken. Ist der lustiger. Der Mann guckt sich so ein bisschen pikiert in alle Richtungen um. Ihr habt das Gefühl, das Rot ist ein bisschen roter geworden. Und es hat auch ein bisschen den Kopf erreicht, die Stirn. Dreht sich um und geht raus. Sag mal, wo hast du dir das denn eingefangen? Das Sache. Ja, sicher. Das ist der Herr von Witten. Ich hab dir doch gesagt, du kannst ihm vertrauen. Ja, Mann, der ist doch Inquisitor. Pass, was ich sage. Willi, mach dir doch mal keine Gedanken darum. Ich weiß ja nicht. So einfach offen. Alep. Wir waren letztens in so einem Dörfel und da hatte mal ein paar kleine Probleme. Das war auf jeden Fall, irgendeiner war besessen gewesen. Von einem Dämon oder was? Von einem Deibel? Auf jeden Fall. Wir wissen es nicht genau, aber. Der ist also riesengroß, hat von innen raus gekliet. Das waren. Und da hat mich auch von oben bis unten verwischt. Ja. Mhm. Na, immerhin hast du es überstanden. Ja, aber seither willst du nicht heilen. Jo. Ich stehe wartend an der Treppe. Es geht hier nach oben. Das ist erstmal die Tür. Also okay. Du müsstest durch die Tür durch, du weißt es nicht genau. Aber es ist das, was der normal an der Tür. Ja. Wenn gleich die Chefin, wie hat sie gesagt, sobald die Chefin kommt, können wir auf die Zimmer und dann schauen wir uns das mal an. Ihr hört aus dem hinteren Bereich des Gasthauses von dem Tisch, wo die vier Personen sitzen müssen. Jetzt reicht's mir aber! Der Mann, der davor schon so laut war, haut nochmal auf den Tisch, steht auf, dabei fällt der Stuhl hinter ihm auch polternd um, kommt in eure Richtung gestapft, so richtig so. Ihr seht, die Kleidung, die er anhat, ist eine Reisekleidung, ganz eindeutig, aber schon eine von der besseren Sorte. Also auch ein gutes Material einfach, trotzdem aber praktikabel. Kommt an euren Tisch. Die Herrschaften, bitte entschuldigen Sie mein Auftreten.
Aber ich habe das Gefühl, Sie gehören zu der Sorte Reisende, die sich nicht davor fürchten, auch nachts noch ein paar Kilometer zurückzulegen. Hätten Sie Lust, sich vielleicht ein paar Gulden zu verdienen? Sie sehen, dass der Herr dort vorne verletzt ist? Das ist doch eine fast geheilte Narbe. Sie sehen aus wie ein Mann, der weiß, wie er das auszuhalten hat. Worum geht's denn genau? Ach, mein nichtnutziges Pack von Fuhrmännern und Fuhrfrauen weigert sich weiterzufahren wegen diesem Nebel und der dieser ist Hexenzunge und Zeug und Hexenzunge. Ja, so nennen wohl die Einheimischen hier den Nebel oder sowas. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich muss nach Königstein. Kommt das häufiger vor? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen Sie die selbst fragen. Sie müssen nach Königstein. Ich muss nach Königstein. Unbedingt heute Nacht noch. Ich habe eigentlich da morgen früh einen Termin. So, das schaffe ich nicht, wenn wir nicht heute fahren. Angeblich sollen da irgendwelche Kreaturen im Nebel sein. Ist ja lachhaft. Können wir so bestätigen. Bitte? Vielleicht lohnt es sich, einen Termin zu verpassen, um überhaupt noch irgendeinen Termin im Leben wahrzunehmen. Was wollen Sie denn damit sagen, junge Dame? Werft doch noch mal einen Blick auf meinen Gefährten. Man kann nicht sagen, dass wir nicht wehrfähig wären und dennoch ist es da draußen nicht gerade ungefährlich zurzeit. Vielleicht bleibt ihr besser hier diese Nacht. Haben Sie etwa welche von diesen Viechern gesehen? Gesehen. Einige davon unschädlich gemacht, aber wohl nicht alle. Stimmt das echt? Kommen die aus dem Wolfswald bis hier rüber? Was haben die mit dem Wolfswald zu tun? Naja, wo sollen die denn herkommen? Von der Donnerspitze? Ach, ich dachte, die Kleinstraße ist doch eigentlich sicheres Gelände. So nennen die Einheimischen hier das Ganze, weil solche Gewitter hier wohl öfter mal vorkommen. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass solche Kreaturen damit im Zusammenhang stehen. Mein Bester, wir haben gerade erst einen größeren Kampf gegen diese Kreaturen hinter uns. Und wir haben ehrlich gesagt nicht vor, heute Nacht einen weiteren zu führen. Das hat nichts mit mangelndem Mut als mehr mit vorhandenem Verstand zu tun. Ach, na gut, dann soll es so sein. Greift in seine Tasche, holt ein paar Münzen raus, klatscht sie auf den Tisch. Lassen Sie einen von den Schnäpsen auf meine Kosten gut stehen. Seien Sie froh, dass es wirklich lecker hier, aber danke für die Information. Seien Sie froh, dass Sie nicht reisen heute Nacht. Ach, das ist trotzdem ärgerlich. Naja, nichts für ungut. Danken Sie Ihren Fuhrleuten, möglicherweise haben die Ihnen das Leben gerettet. Und wir werden auf eure Gesundheit trinken. Hätten die ja gesagt, wären sie unterwegs und ich weiß nicht, ob sie und ihre Fuhrleute das überlebt hätten, was wir dort gekämpft haben. Naja. Ach. Wer weiß. Naja. Danke. Geht zurück an den Tisch. Hört aber so ein lautes so. Ah, nee. Ist auch zu spät. Es ist, Na, da hat der heilige Eustachius noch mal ein Auge zugedrückt, wie es scheint, ne? Die Tür geht wieder auf aus dem Treppenhausbereich und die Tür schwingt ihr ein bisschen entgegen. Die Wirtin kommt raus und macht gerade wieder ihr Handtuch an der Schürze fest. Und, oh, Entschuldigung, da hätte ich sie fast umgerannt. Wollen Sie erst noch mal auf Ihr Zimmer gehen und sich... Ja, gerne. Das Essen braucht gerade noch einen Moment. Wir mussten die Suppe noch mal warm machen. Sehr gerne. Ah, okay. Willi, könntest du dir das Bündel packen? Ich nehme die Kiste. Jo, meine Tochter und ich würden das eine Zimmer nehmen. Ah, ja, selbstverständlich. Gar kein Problem. Und die beiden Herren würden sich dann das zweite Zimmer teilen? Ist es abschließbar? Unsere Zimmer sind alle abschließbar. Hervorragend. Kramt in ihre Schürze und holt so zwei Schlüssel raus, die etwa so groß sind und breit, schwer, so richtig massive Metallschlüssel. Gut. Jo, das hält sich doch gut an. Also ich schnapp mir einen Teil unserer Sachen. Ich den anderen. Ist gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, was der Jochen hatte.
Okay, also ihr kommt nach oben ins Obergeschoss. Da gibt es tatsächlich mehrere Zimmer. Die haben auch wieder so einen ähnlichen Aufbau wie das, was ihr aus den meisten Gasthäusern schon kennt. Nur hier sieht es tatsächlich auch so aus, als wären es nicht umgebaute Zimmer von einem von einem vorher bewohnten Haus, sondern es sieht fast so aus, als hätte man die Zimmer bewusst so angelegt, dass sie eben tatsächlich für ein Gasthaus geeignet sind. Ja, das Ganze sind insgesamt 6 Zimmer, so wie es ausschaut, und 2 davon sind für euch. Mhm. Gut, schön. Ich komme mit in euer Zimmer. Gnädige Dame, würde es euch etwas ausmachen, uns ein klein wenig Zeit zu geben? Ihr wollt doch sicher auch euer Zimmer beziehen. Ach, das kann ich auch noch später. Ich möchte mich ganz kurz einmal mit Wilhelm besprechen. Es ist nichts, was eure Augen, eure Ohren beunruhigen müsste. Na, dann kann ich mir währenddessen ja seine Verwundung anschauen. Es fiel mir im Traum nicht ein, euch einen Wunsch abzuschlagen. Also, tappe. Mhm. Komme ich mit rein? Dann mache ich die Kiste nicht auf, um nachzugucken, ob noch alles ganz ist. Aber in Ordnung. That's something for another day. Ich stell meine Tasche auf euren Nachttisch und schaue mich mal hier so um. Es geht aber bis ganz Luna. Also jetzt ziehe ich. Das ist nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Nicht von euch, aber. Was ist dein Vater? Bitte? Schon gut. Setzen, freimachen. Ja, also ich mache schon mal den Oberkörper. Ich muss da ja nicht beibleiben. Ich gehe da zu deinem, also zu eurem Zimmer und klopfe. Bäumchen wechsel dich. Okay, also du möchtest ihn entsprechend dann nochmal behandeln. Ja. Du hattest dir das ja schon mal angesehen und deine Vermutung bestätigt sich. Also es ist tatsächlich so eine dämonische Infektion, die er hat. Und der Kampf hat der Sache definitiv auch nicht gut getan. Damit habe ich ja schon gerechnet. Ich habe schon die Gürsch so im Anschlag zur Desinfektion. Ja, dann würfel doch auch bitte nochmal auf Heilkunst als erste Hilfe. Gerne doch. Und 2 Boni. 1, 2, 3, 4. 4? Wow. Bist du momentan noch verwundet? Ich bin momentan noch verwundet, ja. Okay, dann kriegst du auf jeden Fall nochmal 4 LP zurück. Mhm. Und das kostet dich natürlich einen von den Erste-Hilfe-Kästchen. Ja. Was du aber auch merkst, ist, dass, was auch immer sie da tut, während sie auch tatsächlich noch deine anderen Prellungen und Schnitte, die du am Körper hast, jetzt von dem Kampf abtupft, dass die Behandlung, die sie diesen brennenden Narben zukommen lässt, dass die zumindest dazu führt, dass der Schmerz wieder abflaut. Es ist nicht ganz dieses taube Gefühl, wie du bei dem Arzt den Itzstein hattest. Ja. Aber dafür hat es auch den Vorteil, dass du die Seite auch noch spürst. Mhm. Also sprich, deine Hand fällt jetzt nicht plötzlich nach unten und es ist nicht mehr Teil deines Körpers, sondern es ist einfach nur, der Schmerz ist jetzt auf der Ebene, wie du es kennst, wenn man sich halt mal verletzt hat, aber jetzt nicht dieses pochen, brennende Gefühl. Also das hat schon deutlich, geholfen. Oh, danke. Das ist schon viel besser. Das freut mich sehr. Geht das ganz weg, oder? Wie schätze ich das ein? Also du musst die Behandlung mit Sicherheit noch eine Weile fortführen an der Stelle. Du bist dir sicher, dass du es auch heilen kannst. Du bist dir nur nicht sicher, ob du tatsächlich alles, was du an Kräutern und so dafür brauchst, eben tatsächlich gerade auch präsent hast. Und aber grundlegend ja, bist du dir sicher, dass du das hinbekommst. Aber am besten wäre es, wenn er sich jetzt mal eine Woche einfach ins Bett legen würde und du könntest ihn wirklich pflegen. Also damit das eine Chance hat, auszuheilen. Ja, also meine Hoffnung, dass das passieren wird, sind so ein bisschen klein. Aber
Ja, während ich so im Mörser so den Girsch, den ich vorhin gefunden habe, zerstößel, überlege ich, wo ich denn die ganzen Sachen herkriegen könnte, die ihm eventuell helfen könnten. Könnte ich das hier irgendwo aus dem Areal kriegen? Nicht alles. Also ein paar von den Kräutern, die du dafür bräuchtest, sind nichts, was deines Wissens nach hier in der Umgebung wächst. Aber vielleicht gibt's einen Händler am Ort. Ja, das schreibe ich mir auf meine innerliche To-Do-Liste, auf jeden Fall für den morgigen Tage. Und lege aber schon mal so dieses desinfizierende Kräutergemisch auf seine Wunde und verbinde ihn das ordentlich, damit es zumindest nicht schlimmer wird. Ja, das hilft auch tatsächlich ordentlich. Gut, in der Zwischenzeit bei euch im Zimmer. Herein. Herr von Witten, jetzt... Ah, Balthasar. Wo wir gerade mal einen Moment unter uns haben, wie kam es zu diesem glücklichen Zufall, dass wir gerade euch hier begegnet sind? Ich glaube, der Zufall war für uns sogar glücklicher als für euch. Danke nochmal dafür, dass ihr uns beigestanden habt in dem Kampf. Nicht dafür, Gott hat so gewollt. Wir sind auf der Suche nach einem jämmerlichen Schurken, der eine Gruppe der Faustus-Gesellschaft an einen Alp verraten hat. Oh. Oh, Ja. Ja, ihr scheint euch ja auch nie weit ab der Schwierigkeiten zu halten, nicht wahr? Das bringt die Berufung so mit sich, würde ich sagen. Aber ja, da können wir beide, glaube ich, das ein oder andere Liedchen von singen. Das ist richtig. Das heißt, ihr werdet auch bald wieder abreisen wollen, oder? Bis vor unserem Kampf dachte ich das. Bis vor unserem Kampf hatte die Suche nach diesem Schurken für mich eindeutige Priorität, aber ich glaube, das, was wir da gesehen und erlebt haben, hat einiges geändert. Ich denke, wenn die Untersuchung von eurem Kumpan fertig ist, sollten wir uns einmal beratschlagen, weil, also mir ist durchaus bekannt, dass die Donnerspitze, wie die Einheimischen hier den Feldberg nennen, dafür bekannt ist, dass es hier, sagen wir, interessante Wetterphänomene gibt. Ja, diese Hexenzunge, das scheint ja sogar einen Namen zu haben. Ne, das ist der Nebel, dieser dichte, quasi greifbare Nebel. Was mir allerdings vollkommen neu ist, ist, dass mit diesem Nebel Unholde kommen. Da sollten wir uns einmal umhören, ob das vielleicht hier in der Region öfter zu Überfällen kommt. Wenn nicht, dann denke ich, ist das etwas, worum wir uns eher kümmern sollten, als um ein bisschen Seelenenergie der Faustus-Gesellschaft und einen Dieb und Verräter. Ich denke, ja. Das ist eine gute Idee. Sagt, eure Tochter scheint ja recht versiert in der Heilkunst zu sein. Ja, durchaus. Ich würde es euch etwas ausmachen, wenn sie sich auch meine Verbrennungen einmal anschaut. Nein, warum? Außerdem müsst ihr da sie fragen und nicht mich. Ja, es ist immer noch eure Tochter. Das stimmt, aber wenn ich irgendwas mit den Jahren lernen musste, ist, dass das, was zwischen ihren Schultern ist, auf ihren Schultern deutlich den eigenen Weg geht. Also, die Zeiten, wo ich ihr noch weisen konnte, was sie zu tun und was sie zu lassen hat, sind lange vorbei. Also kommt sie nach ihrem Vater, ja. Ich hoffe das. Ich hoffe das. In Ordnung. Bin sehr stolz auf sie. Ich drehe mich um, zurück zu meinem Zimmer zu gehen. Auf der Schwelle halte ich aber noch mal inne. Ein Gedanke kommt mir dann noch, sagt... habt ihr irgendeinen, sagt euch der Begriff 7x7 irgendetwas? Außer in Kindergedichten nichts. Ja, das dachte ich mir. In Ordnung, danke. Das vom tapferen Schneiderlein? Irgendwelche Märchen? Das war da war lustig. Irgendwas, ja. Nein, das sagt mir gar nichts. Okay. Gut. Dann möchte ich zurück in unser Zimmer. Du kommst rein, da hat Willi sich gerade wieder angezogen und ist soweit verarztet. Sagt,
Fräulein, mein Fräulein, wie war euer Name noch einmal? Anna-Marie. Anna-Marie, ein sehr schöner Name. Würde es euch etwas ausmachen, euch auch meine Verletzungen einmal anzusehen? Dann macht euch unfrei. Ich nehme meine Panzerung ab. Hab ja doch eine Weile im Feuer gestanden in diesem Kampf. Ich nehme an, das sieht man an vielen Stellen meiner Haut auch an. Boah, dann werde ich da erstmal mit dem Tupfer ran. Darfst du nochmal auf Erste Hilfe würfeln? Also die Verbrennungen sind tatsächlich an manchen Stellen durchaus unangenehm, aber glücklicherweise wurde ein Großteil aufgehalten von der Panzerung. Also das heißt, es ist nicht bis zur Haut durchgedrungen, auch wenn die durch das glühende Metall, das eben auch schon angefangen hat, das Gewebe Schaden zu nehmen, aber nicht in der gleichen Weise, wie wenn das direkt brennender Stoff auf der Haut gewesen wäre. Drei? Okay, gut. Das heißt, du heilst entsprechend. Und du merkst aber, dass er deutlich, deutlich angeschlagener ist, als er zugeben möchte. Mhm, okay. Also, ich habe ja auch noch meine Kräutermittelchen. Mhm. Was hilft denn? Bist du eher so lebenspunktetechnisch oder hast du noch irgendwie Wunden? Ich... Also mir geht es nicht so richtig gut lebenspunktetechnisch, fürchte ich. Okay, warte. Dann werde ich mal meine Heilungssalbe benutzen. Also ich greife das so in mein kleines... Du hörst wieder so ein Klick, 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 Klick. Ha, so ein kleines Tickelchen auf so eine richtig schöne grüne, sämige Masse. Dass ich einmal da so rüberziehe. Sie macht einen sehr fachkundigen Eindruck. Grüner Schleim, oder? Also, sieht so ein bisschen aus wie Rahmenspieler. So, nur außerhalb von... Zwei Elixierwürfel kriegst du Lebenspunkte wieder. Oh, das ist schön. Danke sehr. Das könnte viel sein. Es könnte. Ja. Überschuss kriegst du als Puffer-LEP. Ja, schön das. So schlimm. Danke dir. Oh, meine Güte. Ich streife mir mal einen von denen. Und das andere war eine natürliche Heilung, nicht wahr? Das war eine, genau. Das eine war eine magische Heilung, das andere war eine erste Hilfe. Gut. Okay, also nachdem du versorgt bist, wollt ihr inzwischen schon wieder runter? Ja, ich muss da nicht zugucken. Ich würde mich schon mal in den Schankraum wieder begeben. Und sofern der Tisch frei ist, an dem wir zuerst waren, würde ich mich da auch wieder hinsetzen. Als ihr gerade auf dem Weg nach unten seid, poltern euch der Herr Baumann und seine Fuhrknechte bzw. seine Fuhrknechtin entgegen die Treppe hoch. Ich gehe nochmal zu. Und beziehen dann oben ihre Zimmer. Hat's dir gut getan, Willi? Ein Traum. Also wesentlich besser. Der Doktor in Itzde hat mir zwar als halb gewählt, es hat in Nacht gekommen, ich habe Schlafe kennen, aber da ist es wieder gekommen, weil es eben irgendwo Teufelszeug ist. Darum wollte man ja ins Kloster zu den Nonnen. Aber ich glaube, das können wir uns jetzt versparen. Also so, wie das aussieht, denke ich, braucht ihr dann noch 2-3 Behandlungen. Also ganz weg ist es ja noch nicht, das ist richtig. Lässt sich alles machen, mein Freund. Oh. Jetzt darf ich mir aber erstmal was zu trinken fragen. Gott gefälliger Durst. Jo. Die Lieselotte kommt dann auch und bringt die Teller mit dem Essen. Hat auch schon Brot auf den Tisch gestellt. Darf noch was zu trinken sein? Jo. Noch mal das Gleiche. Das war ein dunkles und ein Wein. Jo. Richtig? Von dem Guten. Jo. Alles klar. Wie hast du nichts mitbestellt, ne? Nö. Oh ja. Und für den Herrn auch was zu essen? Ja, wir hatten ja eben schon zu essen bestellt. Ah, okay. Also, entschuldigt, dann... Das macht doch nichts. Nur für 3. Okay, ich werde noch einen Teller holen. Herr Vogel. Auch was... Ach, Sie hatten einen Wein. Wollen Sie noch einen? Ja, einen verdünnten. Einen verdünnten, ja, mache ich ihn fertig. Mache ich Ihnen eine schöne Schorle. Tappel. Bringt dann entsprechend noch zu essen. Es dauert einen Moment. Ihr könnt inzwischen schon richtig mal das Essen genießen. Also die Suppe ist gut, die ist schön... warm, merkt auch, dass die nicht nur aufgekocht wurde, sondern dass da jemand nochmal auch Substanz reingegeben hat. Also das ist wirklich lecker. Und ja, dann kommen wo Anna ihr, und Balthasar noch dazu. Wo seid ihr dem Besessenen begegnet? Oh, wo war das ungefähr? Oh,
wie hieß die Gaststätte? Das war so ein kleines Dörfchen. Straußevetter oder sowas hieß die Wirtschaft. So heißen viele. Wisst ihr, wie der Ort hieß? Oder wo er war? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ums Verrecken nicht. Aber wir sind auf jeden Fall aus der Richtung Koblenz gekommen. Ewe wollte eigentlich nur noch Limburg, wollte man. Zwischen Koblenz und Limburg? Jo. Mehr Richtung Koblenz oder mehr Richtung Limburg? Ihr wart schon tatsächlich ein gutes Stück hinter Koblenz, ja. Und es war der Weg dann Richtung Idstein, also an Wiesbaden vorbei. Ja. Und das war ja noch ein gutes Stück zwischen größeren Ortschaften, weil das war ja so eine Durchgangs-Gasthaus. Ja, eher so schon eher da in der Gegend, also so um Wiesbaden rum muss das Gewässer sein. Wiesbaden jetzt. Ziemlich abseits gelegen, also da will ich noch einmal dort über dem Zaun hängen. Da war das ja. Du siehst, dass ich tatsächlich Dinge notiere. Jo. Gut, ihr kommt auch runter jetzt. Naja, das war ja gar nicht so schlimm bei euch. Gut, da werden ein paar Verbrennungen bei euch erhalten bleiben, aber das ist ja... Ja, es ist nichts, womit ich nicht umgehen kann, aber trotzdem... Narben heißen ja nur, dass man etwas überlebt hat. Jetzt 90 Minuten live. Sehr richtig. Jo. Gut, du weißt durchaus trotzdem, nachdem du die beiden Herren gesehen hast, dass die beide noch mitgenommen sind. Also das heißt, du bist ja auch sicher, die sind morgen nicht wirklich wieder fit, auch wenn sie so tun. Aber noch so ein Gefecht wie heute würden die nicht durchstehen. Ja. Ja, ihr habt auch euer Essen. Also das heißt, ihr könnt es euch auch da entsprechend ein bisschen gut gehen lassen. Willi? Ja. Seid ihr auch Jäger? Was heißt denn Jäger? Ich habe schon gegen Einiges gekämpft. Ja, er hat sich bewährt. Ja, euer Körper hat einige sehr alte Narben. Jo, aber das waren nicht bloß die Dinger. Das waren auch ganz normale Soldaten. Ihr wart im Krieg? Söldner, jo. Ich denke, dass es doch ein guter Wink des Schicksals war, das uns vier hier zusammengebracht hat. Da könntet ihr recht haben. Ich hab's Balthasar gerade schon eben gesagt. Die Leute hier aus der Gegend sprechen vom Feldberg als Donnerspitze. Das heißt, dass es hier immer wieder solche Unwetter gibt. Was mir neu ist, sind Überfälle von Unholden auf offener Straße. Da habe ich noch nichts von gehört, aber die Legenden, die ich gehört habe, besagen, dass das große Heulen, also das Entstehen des Wolfswaldes... Oh, du hast Art gehört, ja. Dass das direkt in Zusammenhang stehen soll mit dem, was immer dort auf dem Feldberg ist. Der Weg dort hoch ist leider komplett versperrt und... Versperrt? Dichtes Dornengestrüpp und kaum eine Möglichkeit, dort voranzukommen. Aber, naja, man hört Gerüchte von einem neuen Heulen. Und, gut, Gerüchte gibt es immer wieder über Monster, die kommen. Aber vielleicht sollten wir uns hier einmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht auch mal mit Leuten reden, die hier einheimisch sind, um versuchen herauszufinden, ob es schon öfter solche Überfälle gegeben hat. Ob Monstrositäten hier etwas sind, was die Leute kennen. Ich glaube, wenn es so wäre, wären die Leute an dem Wachturm wahrscheinlich aufmerksamer gewesen, als sie es waren. Ja, da habt ihr wohl recht. Aber... was auch immer das war. Es wirkte nicht so, als wäre es zufällig da, wo es ist. Das sind nur Zweifel. Es wirkte wie ein gezielter Angriff. Warum auch immer. Ich möchte auch wohl an unserem Vorhaben festhalten und
all eure Kundigkeit zum Trotze, Fräulein Anna Maria. Dennoch möchte ich gerne, dass der gute Wilhelm beim Kloster der Zisterzienserinnen vorstellig wird und dort vielleicht auch einmal die Nonnen einen Blick auf seine Verletzung werfen lässt. Aber muss das sein? Also die Anne-Marie macht das ziemlich gut. Es ist vielleicht auch keine schlechte Gelegenheit, im Kloster etwas über die Geschehnisse hier im Ort herauszubekommen. Zum einen bin ich sehr daran interessiert, mir vielleicht das ein oder andere beim Kloster abzuschauen. Ich habe viel gelernt, aber ich weiß nicht alles. Das ist kein schlechter Gedanke. Die Zisterzienserinnen sind immerhin auch für ihre Heilkunst weit über diese Region hinaus berühmt. Ich krieg so ein Leuchten in den Augen. Oh, dann halt ins Kloster. Hast du damit ein Problem, Wilhelm? Wenn ich das jemandem erzähle, dass ich irgendwann ins Kloster gehe, das klappt mir keiner. Nicht mal, wenn es ein Kloster voller junger, hübscher Frauen ist? Das war ich noch nicht. Hm. Alter Sache. Ich kenne den Wilhelm schon zu lange. Nonnen. Das ist mir bewusst. Herr Wett, ich glaube, mein Gläsersindler kann ich noch was kriegen. Den Wirt selbst siehst du nicht, aber du siehst die Lieselotte, die noch hinter der Theke steht. Ja, selbstverständlich. Was darf's sein? Einfach voll machen, Lund. Mach ich ihn sofort. Hörst von einem Nebentisch dann. Ich so, jetzt reicht's für heute. Hier passiert ja nichts mehr. Am Anfang war es ja noch lustig. Jetzt reicht's. Na gut, ich mach mich ab. Johannes, dir noch einen schönen. Klopft dem anderen Mann, der bei ihm am Tisch sitzt, auf die Schulter. So ankrummelt, nur so kurz hochguckt, sich dann wieder seinem Bier zuwendet, das vor ihm steht. So, lasst euch nicht von der Hexenzunge beißen. Ich geh da mal haben. Ach, Dreck, ist das wieder neblig da draußen. Und erhebt sich und stellt fest, dass er so leicht bucklig ist. Und als er an euch vorbeigeht, merkt er so ein ganz leichter Rauchgeruch, dem zu folgen scheint. Also ein 3-Tage-Bart, ganzen Gesicht so alles stoppeln, so durch, so wirklich wie so Salz und Pfeffer so gesprenkelt und ab durch die Tür. Komische Leute gibt's da. Komische Leute gibt's überall. Ihr Bier und der Wein. Oh, dankeschön. Verzeiht, könnt ihr, falls ihr noch mehr Wein bestellt, den vielleicht ein bisschen leichter machen. Ich nehme dann auch einen. Du brauchst morgen einen klaren Kopf, Wilhelm. Ist Ihnen das recht? Dann bestelle ich halt Schnaps. Ich habe da wunderbaren Schnaps. Wissen Sie, jo, das klingt doch gut. Wissen Sie, der Herr, der brennt den Schnaps selbst. Oh, und ein gutes Selbstgebrannte ist immer erfreuende Sache. Mhm. Der hat nämlich eine große Brennerei. Ja, dann... Hinten am Haus. Eine kleine Runde für uns mal her zum Probieren. Und dann oh, seien Sie vorsichtig. Also, ich würde sagen, ich mache Ihnen eine Auswahl aus 5. Oh ja, das klingt gut. Dann können Sie die mal probieren. Wilhelm, sag mal, erinnerst du dich, was ich eben über Disziplin gesagt habe? Jo, jetzt sind wir schon... Und du hast doch gehört, das ist ein voller Schnaps und außerdem... Ja, aber ich dachte, die Schmerzen sind schon besser geworden. Ja, warum wohl? Es reinigt von innen und so. Mhm. Billy, wenn dein Körper damit beschäftigt ist, das Gift des Alkohols abzubauen, können die Wunden nicht so schnell heilen? Seht ihr? So, da werden wir allein. Sie bringt so ein kleines Tablett, das sieht auch so aus, als wäre es genau dafür gedacht, wo so ein kleines Deckchen drunter ist und da sind so 5 Schnapsgläser drauf. Also, hier haben wir einen Apfel. Sehr gut. Dann haben wir hier noch eine Birne. Quitten. Das ist Kräuter. Und das hier ist einer, von dem ich nicht genau weiß, was es ist. Aber der hat was Rauchiges. Das müssen wir mal probieren. Ich weiß nicht genau, was der gute Herr da reintut. Aber lassen Sie es schmecken. Dankeschön. Dankeschön. Ein Heilalarm klingelt. Ein echter Feinschmecker. Ich probiere mich tatsächlich so ein bisschen durch. Erstmal natürlich Apfel,
die Reihenfolge. Der Kräuterschnaps, der zwirbelt schon ein bisschen. Also die sind alle wirklich doch durchaus gut. Vielleicht jetzt nicht zwingend 100% dein Geschmack alles, aber doch, also wer immer den gebrannt hat, der weiß, was er tut. Das ist sicher. Oh, voll eine Sache. Sicher, dass er nicht wollt? Heute Abend nicht mehr. Du vielleicht? Nee. Klar, zum Schlafen gehen, einer geht. Ich möchte nicht die Wirksamkeit von Fräulein Anna Marias Bemühungen verwässern. Ja. Es tritt jemand an euren Tisch ran. Der junge Mann, der an dem zweiten Tisch von euch aus gesehen saß, mit dem Mädel, die ist allerdings auch schon nicht mehr da. Die Herrschaft Ulrich. Wenn ich mich vielleicht vorstellen dürfte. Mein Name ist Ringers, Walter Ringers. Und ich habe den Eindruck, dass Sie hier komplett neu sind. Ich habe Sie noch nie gesehen. Und Sie wirken so, als hätten Sie Fragen. Und dazu bräuchten Sie vielleicht jemanden, der Ihnen auch hilft. Vielleicht darf ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Sehr gerne. Äußerst zuvorkommend. Vielleicht erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze. Also er geht kurz rum, nimmt den Stuhl zwischen euch beiden. Wilhelm, magst du nicht einen von deinen Schnäpsen abgeben? Ganz kleinen Hauch näher in deine Richtung und dir zugewandt. Und einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Jetzt gerade aus Limburg. Aus Limburg? Das ist üblich an der Stelle. Sie sehen mir aber gar nicht aus wie Kaufleute. Da habt ihr ein wohl und fein trainiertes Auge. Entschuldigt. Ich mache mir einfach einen Spaß daraus zu erkennen, was Leute vielleicht tun würden, wenn, oder was ich tun würde, wenn ich diese Person wäre. Es ist hier in der Gegend wirklich schrecklich wenig los, muss man sagen. Tatsächlich? Ja, eigentlich schon. Jetzt bis auf jetzt heute das mit dem Gewitter und so. Dabei scheint die Krone doch recht gut besucht zu sein. Ich würde wagen zu behaupten, dass sie vielleicht nicht ganz so gut besucht gewesen wäre, wenn nicht ein paar Leute eingekehrt wären, die eigentlich nicht vorhatten, hier zu bleiben. Sie hatten das ja vielleicht mitbekommen. Die Fuhrleute. Die wären garantiert weitergefahren. Aber da hat ihnen dann tatsächlich das Wetter und die Hexenzunge dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht, könnte man sagen. Und auch ich hätte vorgehabt, eigentlich zu gehen. Ich komme nämlich eigentlich nicht aus Glashütten, sondern ich wohne in Oberems. Und das habe ich mir dann aber doch anders überlegt. Also das mit dem Nebel, das sind ein paar Kilometer. Und das dachte ich, kann ich mir sparen. Ich hörte, dass das öfter vorkommt. So? Nein. Nicht? Ist es nicht dein sprichwörtlicher Name Donnerspitze, der daher kommt, dass dort regelmäßig Blitze einschlagen? Würfel doch mal auf Land und Leute. Einer nur. Einer? Ja, doch. Also hier in der Umgebung wird der Feldberg tatsächlich vor allen Dingen Donnerspitze genannt. Allerdings ist das ist etwas, was eigentlich in der Form nicht häufig vorkommt. Also das kommt nicht mal jedes Jahr vor, vielleicht alle paar Jahre. Mhm. Habt ihr gehört von Überfällen aus dem Wolfswald? Hier? Mhm. Nein. Also es gibt hinter Reifenberg Richtung Schmitten und da, wo es dann wirklich in den Wolfswald dann übergeht, da gibt es in der letzten Zeit häufiger Überfälle durch Räuber, wie man sagt. Aber hier? Nein. Aber durch Räuber und nicht durch... Ja. Unheiliges Gezücht. Soweit ich weiß. Ich war nicht dabei. Nun, was führt euch denn dann gerade nach Glashütten? Tatsächlich ist Glashütten die nächste Stadt von Oberems aus gesehen. Außer Reifenberg. Aber Reifenberg ist tatsächlich extrem unspannend. Eine Stadt nennt ihr es hier also? Naja, man muss den örtlichen Verhältnissen ein wenig Rechnung tragen.
Genau genommen würde ich eigentlich sowieso gerne auch wieder zurückgehen nach Usingen, aber das ist eine längere Geschichte. Nach Usingen? Ja. Da stammt ihr her? Nein, ich komme tatsächlich aus Oberems. Mein Vater ist dort der Dorfschulze. Und das bringt auch die eine oder andere Verpflichtung für mich mit sich. Und deswegen bin ich im Moment hier. Aber nur für den Moment. Sagt, hat es eine Kirche hier in Glashütten? Oh ja, ja, ja. Es gibt eine Kirche, das ist die am Heiligen Geist. Ist hinter dem Marktplatz. Können Sie eigentlich gar nicht verfehlen. Außer, wenn es draußen neblig ist, wie in einer Waschküche. Ja. Heute Nacht haben wir nicht mehr vor, dahin zu gehen. Sie haben mich jetzt relativ intensiv und erfolgreich ausgehorcht. Vielleicht erlauben Sie mir trotzdem nochmal die Frage, was Sie genau hier machen. Ich bin echt schrecklich neugierig. Wir waren auf der, also wir zwei, meine Tochter und ich, waren auf der Suche nach einem Tochter. Dieb. Ja, ist das so? Nun, so waren meine Worte gerade eben noch. Ja. Ja, ja, und was hat er denn gestohlen, dieser Dieb? Er hat die Faustus-Gesellschaft bestohlen. Wer bestiehlt denn die Faustus-Gesellschaft? Das ist doch... Da könnte man auch einen örtlichen Fürsten bestehlen. Das ist mit Sicherheit nicht besonders gesundheitsfördernd. Seht ihr, und deswegen sind wir hier. Ihr seid Kopfgeldjäger. Nein, so würde ich das nicht sagen. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Was könnte jemand wie Sie mit seiner wunderbaren Tochter tatsächlich hier so machen? Also, nicht so ungut, die Herren. Sie wirken mir wie gestandene Männer, die solchen Halunken hinterherjagen würden. Vor allem Sie. Aber so ein bezauberndes Geschöpf. Ich bitte Sie. Ich glaube, Sie haben schon gemerkt, was ich könnte. Besser Fragen stellen als beantworten. Okay, alles klar. Na gut, man sieht sich ja vielleicht noch in diesem Sinne. Er steht auf, nimmt deine Hand, haucht einen Kuss darauf. Man sieht sich. Wow. Sag, musstet ihr gar so offen sein über eure Motive, die euch hierher führen? Wenn ich nicht frage, bekomme ich keine Antworten. Ja, aber dieser... Ich weiß nicht, ich meine, wenn man zwielichtiges Gesocks jagt, dann sollte man sich das nicht auf die Fahnen schreiben. Nee, wir werden uns hier umhören müssen, um nach jemandem zu fragen, der hier durchgegangen ist. Ich kann mich nicht auf die Straße stellen und einmal in jede Richtung gucken und merken, da ist er nicht. Gut, dann gehe ich halt wieder heim. Das ist richtig, aber... Also wer Fragen stellt, bekommt Antworten. Und was hilft es mir, der ganzen Welt zu misstrauen? Nun ja, in den passenden Kreisen hätten wir vielleicht... hätte vielleicht einer von uns ein paar... Hätte einer von uns es leichter gehabt, Antworten zu bekommen, aber... Nee, das ist ja jetzt nicht... Die Chance ist ja nicht vertan, oder? Ja, dieser Bursche macht mir nicht den Eindruck, dass er... Ich weiß es nicht. Er ist der schnöselige Sohn des Schulzen. Nee, ich glaube nicht. Er sagte, sein Vater wäre der Schulze. Und das würde einige Verpflichtungen auch für ihn mitbringen. Und der Schulze ist immer jemand, der in einem Dorf etwas zu sagen hat und zu wissen hat. Und Informationen landen bei ihm. Und wenn jetzt der Sohn seinem Vater sagt, da sind Leute, die einen zwielichtigen Dieb suchen, der die Faustus-Gesellschaft beklaut hat, dann will der Schulze sich vielleicht wichtig machen. Und wenn er Informationen hat, die der Faustus-Gesellschaft helfen, dann wird er damit sich und seinem Dorf helfen. Ich habe auch das Gefühl, dass er mir gerne helfen will. Naja, aber vielleicht nicht einen Dieb zu fangen. Und du siehst, ich soll nicht aufpassen, was ich sag. An eurem Nebentisch steht dieser Mann, den ihr bisher nur von hinten gesehen habt, auf. Jo. Schwankt so leicht von seinem Stuhl runter. Nimmt den Krug vom Tisch. Haut den auf die Theke vor der Lieselotte und macht so einen leichten Sprung zurück. Entschuldigung. Sag meinem
Vater! Was ich mit seinem Bier auch nichts mehr will! Ich gehe jetzt zur Weide, da kann ich noch zwei trinken, wenn ich will! So! Tschüss! Wankt aus der Tür raus. Hoffentlich findet er den Weg und geht nicht im Nebel verloren. Ich möchte ihn eigentlich gern aufhalten. Also, möchte ihn an der Schulter sanft packen. Junge, ihr wollt... Du willst auf eine Weide? Mitten in der Nacht? Quatsch. Ich kenne mich hier nicht. Ich will zur Weide. Das ist eine Kneipe. Naiv plus zwei. Glaubst du nicht, es ist besser, wenn du nicht mehr rausgehst heute Abend? Warte mal kurz. Du bist zwar so hässlich wie mein Alter, aber du bist gar nicht mein Alter. Also warum benimmst du dich so? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du genug getrunken hast. Pff, das geht dich einen Scheiß an! Reißt sich los. Steuert zur Tür. Nimm mir unser Problem. Jeder darf sein Verderben selbst wählen. Gut, wusste ich. Herr Witt, erlischt das Bier vom Schlofe gehen. Aber dünnes. Ja, ich bringe Ihnen gleich noch eins. Ja, kein Problem. Merkst das auch an dem letzten Tisch, wo noch Leute sitzen, die zwei Herren, die da hinten in der Ecke saßen, die jetzt dann aufstehen und auch dann an euch vorbeigehen. Das heißt, ihr seid jetzt dann inzwischen auch die Letzten im Schankraum. Ist heute noch ein langer Tag. Ja. Oder? In der Tat. Also ich zumindest muss meine alten Knochen ins Bett kriegen. Aber wenn wir nun hier bleiben und der Sache nachgehen, was ist mit Gimpel? Ich weiß es nicht. Aber die Menschen hier brauchen sicherlich Hilfe. Und ich glaube dringender, als dass die Faustus-Gesellschaft unsere Hilfe braucht. Unfreundlich. Meißner. Ihr drei, du nicht mehr. Ihr dürft allesamt nochmal auf Erkennen würfeln. Aber ich glaube, nachdem ich mich durch die lokal unkolorierte Kneipe darf ich bestimmt was anderes würfeln, oder? Oh ja. Zwei, bitte. Ja. Das macht selig. Drei. Nein. Okay. Der Schnaps war echt gut. Also, Schnaps macht glücklich. Als die beiden von diesem letzten Tisch an euch vorbeigehen, bemerkt ihr beide durchaus, dass die euch so richtig mustern. Was du nur bemerkst, weil du es normalerweise eigentlich gewohnt bist, dass Leute gehen an eurem Tisch vorbei, sie mustern deine Tochter. Daran hast du dich ein Stück weit natürlich gewöhnen müssen. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der Ältere von den beiden deine Tochter komplett überhaupt nicht beachtet, sondern eigentlich primär dich und dich richtig zu mustern scheint. Mhm. Im Vorbeigehen allerdings. Das heißt, er hält nicht an, aber schon so, dass du das Gefühl hast, okay, der hat euch gerade mal von oben bis unten genau betrachtet und hat sich seine Gedanken dazu gemacht. Ihr Bier. Ach, danke schön. So. Für die Herrschaften noch was anderes? Das wäre alles. Mittlerweile ist es spät genug, aber danke der Nachfrage. Sehr gerne. Tür geht wieder auf. Die Wirtin kommt rein. Guckt, ist überrascht, als sie euch dann noch sieht. Lächelt dann aber auch sofort wieder. Lieselotte, sei doch so gut und kümmere dich weiter um die Gäste. Ich werde dann mit den Mädchen dann schon mal die Küche sauber machen und wir gehen dann zur Ruhe. Du darfst dann natürlich selbstverständlich, wenn hier fertig ist, auch dich hinlegen. Ich glaube, dann gehen wir jetzt auch nach oben, damit Lieselotte ihren verdienten Schlaf bekommt. Ja, irgendwann dürfen die Leute in der Gastronomie auch mal Feierabend haben. Entschuldigt. Die Lieselotte steht gerade da und macht Gläser sauber. Ja? Ich möchte eigentlich eher die Wirtin ansprechen. Achso, Entschuldigung. Gut.
ist gerade dabei, die Tür zuzumachen. Verzeiht, auf ein Wort. Ja, bitte. Dieser Johannes ist euer Sohn, nicht wahr? Der Johannes ist der Sohn meines Mannes, das ist korrekt. Ich verstehe. Vielleicht würde es ihm gar nicht so schlecht tun, wenn ihr ihm ein wenig von Jochens Disziplin einbläuen könntet. Eine wundervolle Idee. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich werde mir das selbstverständlich zu Herzen nehmen. Und mir umgehend Gedanken über die Umsetzung machen. Danke. Sehr gern. Bumm. Das war vielleicht ein bisschen lauter als es sollte. Balthasar. Es ist nicht alles verloren, vielleicht wird noch was aus dem Jungen. Du willst der Welt immer noch deine Ordnung beibringen, oder? Es geht nicht um meine Ordnung, es geht um irgendeine Ordnung. Mhm. In Ordnung. Geh mal schlafen. Also ich würde dann die Treppe hochgehen, mich ein bisschen wundern, ob die schon immer schon so schief war, aber... Die ist vor allen Dingen extrem steil. Uiuiui. Naja, ja, ich schätze, ich schaff's dann auch irgendwie... Gar kein Problem, du hast da ja Routine drin. Ihr geht alle nach oben. Macht euch fertig, legt euch hin. Kind, schließ besser ab. Ja, natürlich. Ich habe vorhin... Also wollte ich mit diesem Kampf am Bett festmachen? Ach, no. Vorhin bei diesem Kampf eine gewisse Wut in mir gespürt und ich weiß, wie es dir hin und wieder geht. Ist alles in Ordnung bei dir? In Ordnung. Es war halb so schlimm. Ich kann damit gut umgehen. Besser als ich es jemals könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, was in dir vorgeht bei sowas. Keine Sorge. Ich weiß, dass ich habe ja eine starke Säule bei mir, auf die ich mich stützen kann. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich werde nicht immer diese Säule sein können. Sag sowas nicht. Ich hoffe, dir bis dahin so viel möglich mitgeben zu können. Ja. Mein Blick wandert so eher nach unten. Das hast du schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr legt euch alle hin und merkt, wie auch euer Körper inzwischen wirklich nach Schlaf schreit. Ihr seid allesamt völlig erschöpft, ihr seid hundemüde und zum Glück sind deine Schmerzen wirklich auf ein erträgliches Maß. Nicht schlimmer als das, was du kennst, wenn man sich im Kampf war, aber es geht. Du kannst auch und du findest sehr schnell in den Schlaf, genau wie ihr alle. Und deswegen, als ihr schlaft, möchte ich euch bitten, dass ihr drei jetzt einfach schon mal bitte den Tisch verlasst, während Balthasar und ich noch ganz kurz alleine weiter. Mhm. Das kann nicht gut für mich sein. Zehn Hochmut hatten wir heute schon. Da kommt der Prediger durch. Du schläfst ein. Genauso schnell wie alle anderen und du bist müde. Schrecklich müde. Aber ganz kurz, bevor du einschläfst, hast du das Gefühl, dass du irgendetwas hörst. Du bist dir nicht sicher, ob es wirklich Hören ist oder einfach nur irgendeine Form von entfernter Wahrnehmung. Es ist keine Stimme, es ist kein echtes Geräusch, es ist nur etwas da. Dann gleitest du rüber in den Schlaf. Aber nicht für lange, weil es dauert nur ein paar Herzschläge,
da findest du dich wieder in einer Höhle. Um dich herum ist ein ganz diffuses, schwaches Licht von ein paar Pechfackeln an den Wänden. Du gehst diesen Gang weiter. Du siehst eine Treppe, die nach unten führt, und davor ist ein Gitter. Du gehst hin, machst das Gitter auf. Und der Weg nach unten ist kaum noch zu erkennen. Es geht so eine ausgetretene, aus dem Stein rausgehauene Treppe in die Tiefe. Du gehst runter und das Einzige, was du noch siehst, ist dieser fahle Schimmer hinter dir, der nur noch ganz schummriges Licht wirft. Hier unten ist es kühl, fast schon kalt, als du unten ankommst und einen Schritt weiter gehst. Plötzlich stehst du wirklich im Dunkeln. Nur noch ganz, ganz schwaches Licht. Aber du spürst, wie um dich herum irgendwas sein muss. Es ist weiter. Es ist nicht mehr ein Gang. Es muss irgendeine Form von Raum oder Höhle sein, in der du dich befindest. Und dann hörst du eine Stimme. Erst entfernt. Bruder! Bruder! Hilf mir! Kann ich sprechen? Kann ich rufen? Du kannst sprechen, du kannst rufen. Wer bist du? Ich bin einer deiner Brüder. Gefangen und gefallen. Bitte, du musst mir helfen. Wo bist du gefangen? Diese bösen, schlimmen Brüder haben mich gefangen gesetzt. Sie konnten meinen Körper brechen. Und sie konnten meinen Geist brechen. Aber sie konnten nicht meine Seele brechen. Denn ich stehe im Auftrag eines Höheren. Genau wie du. Du musst mir helfen. Sag mir wie. Sag mir wie. Führe meinen Auftrag zu Ende. Schwöre mir, dass du mir hilfst. Ich schwöre es. Das ist der Moment, wo du schweißgebadet aufwachst. Du hast das Gefühl, du hörst noch ein leichtes Klackern wie von Ketten und das Bewegen von irgendetwas von unter deinem Bett. Und das ist der Moment, wo wir ganz kurz in die Pause gehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt die Pause genutzt. Und wir springen auch direkt wieder zurück in die Action. Balthasar, du sitzt in deinem Bett. Schweißnass. Dein Nachthemd klebt dir am Körper. Dein Atem geht schnell und heftig. Aber du spürst auch irgendwas in dir. Hat Energie. Du fühlst, dass du dich einer Sache verschrieben hast. Dass du Ambitionen gewonnen hast. Und deswegen erhältst du auch 3 Punkte Ambition. Hm. Du findest nochmal zurück in den Schlaf. Bevor ich das tue, ich sehe jetzt noch keine Notwendigkeit darin, den Wilhelm zu wecken, aber ich muss das alles jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten. Mhm. Ich habe ja einen leiblichen Bruder, ich habe den Ignaz, der das Gut unserer Eltern übernommen hat. Aber soweit ich weiß, geht es dem halt gut. Und gehe ich recht in der Annahme, dass sich das auch nicht so anfühlt, als ob er zu mir gesprochen hätte? Nein, das war auch nicht seine Stimme, auch wenn diese Stimme gewechselt hat zwischendrin. Aber das war, die hättest du wiedererkannt. Du kennst deinen Bruder gut genug. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass sich dieses Bruder auf deinen Bruder bezog. Ja, ich meine, auf Bruder im Sinne deiner Gemeinschaft. Das dachte ich mir. Ich meine, ich habe schon mit einigen Waffenbrüdern zusammen Zeit verbracht. Und außerdem sagte die Stimme ja auch, dass wir der gleichen Macht dienen. Also wird es vielleicht irgendein anderes Mitglied des Deutschen Ordens sein, das dann Schwierigkeiten ist. Aber das... Okay. Darüber kann ich mir auch morgens noch den Kopf zerbrechen. Du legst dich hin? Ja. Und findest schnell wieder in den Schlaf zurück, auch wenn die Nacht am Ende nicht so angenehm war, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Gut, der nächste Morgen. Alle wieder rein. Der nächste Morgen streckt seine Sonnenstrahlen aus. Und es ist draußen tatsächlich herrliches Wetter. Die Sonne strahlt durch die Fenster. Der Nebel ist weg. Es ist kein Nebel draußen zu sehen, sondern es ist ein Wetter, wie es gestern auch hattet. Und ihr habt zwar nichts mitbekommen, aber der Morgen beginnt mit einer neuen Bedrohung. Okay, was hast du angestellt? Nichts. Nein, nichts. Nichts haben wir getan. Wir haben geschlafen. Ich habe 5 Ideen und keine Angst, sie zu benutzen. Damit sind wir bei 5 Punkten. Bei 2 Punkten noch Bedrohung. Es kann ja also nicht schnell genug gehen. Alles klar, wir haben das verstanden. Ja, einer von uns muss ja den Plot verfolgen. Jetzt lässt man euch mal sicher. Ganz kurz alleine. Ich fürchte, ich bist hier mal was der Plot. Für dich. Nein. Hm. Aber er könnte mir begegnet sein. Ja. Gut. Ihr erwacht am nächsten Morgen und ihr habt tatsächlich auch die Möglichkeit dabei zu heilen. Ihr erhaltet zum einen alle eure EH und MH, also Erste Hilfe und magische Heilung, Kästchen wieder zurück. Und ihr heilt alle 4 Lebenspunkte. Außer du heilst nur 2. Das ist okay. Ich kann das ab. Wer für Bedrohung sorgt, der hat das so verdient. Das weißt du gar nicht. Und bei mir sind es ja zum Glück nochmal 5 zusätzlich. Oh. Schnelle Erholung. Dank auch guter Fürsorge. Ja. Ihr seht jetzt alle schon wieder deutlich fitter und besser aus. Ich komplett. Mir geht's super. Ja, von euch, wem von euch fehlen noch Lebenspunkte? Mir. Nicht mehr viel. Also die 2 sehen schon heute Morgen schon deutlich besser aus, aber noch nicht wieder wirklich auf der Höhe des Dampfs. Ja, das werde ich mit Sorge betrachten und vor dem Frühstück werde ich auch die Wirtin mal ansprechen.
Gute Frau. Ja. Das würde sich ein bisschen komisch anhören, aber dürfte ich Ihre Küche benutzen? Hat es Ihnen nicht geschmeckt? Nein. Das tut mir wirklich leid. Oh, also ich kann sofort mit einem der Mädchen reden. Nein. Das Essen war wunderbar. Ach, das freut mich. Ich wollte nur einige kleine Heilsalben kochen. Meine Freunden geht es nicht so gut und ich wollte jetzt keine Kochstelle im Zimmer aufbauen. Heilsalben? Ja. Meine Tochter ist in der Heilkunst bewandert. Mhm. Ah ja. Wir wollen auch heute noch zum Kloster, damit ich mir ein wenig was anschauen kann. Ich verstehe. Würfel doch mal auf Redekunst. Oje, okay. Darf ich? Nein, das macht dein kleines Töchterchen nicht alleine. Und das macht sie gut. 2. Das können Sie selbstverständlich tun. Kommen Sie gerade mit rein und dann machen wir das. Ich zeige Ihnen alles. Ja, Sie können es ja schon mal fertig machen. Ich habe dem Jochen auch gesagt, dass er Ihnen ein bisschen Wasser aufs Zimmer bringen soll, damit Sie sich waschen können. Wir machen dann auch das Frühstück fertig. Also ich denke, gegen was Herzhaftes haben wir alle nichts einzuwenden. Sehr gut. Ich würde mich gern vor dem Frühstück noch mal in der Kirche einfinden für ein stilles Morgengebet. Das ist eine gute Idee. Ja, und das ist der ideale Zeitpunkt, wenn du nach draußen trittst und jetzt tatsächlich zum ersten Mal die Stadt siehst. Ach, großartig. Um euch mal hier einen... Ja, Stadt. Einen wunderbaren Stadtplan zu zeigen. So, wenn ihr wollt, dürft ihr den natürlich auch nach Herzenslust beschriften. Ihr befindet euch genau hier. Ach, und dann ist das unser Eingang gewesen. Das ist der Turm, genau. Ah. Ja. Mal kurz. Dann wird das die Kirche sein. Hier ist das Gasthaus? Das hier, das ist das Gasthaus, direkt das. Genau, das ist das Gasthaus zur Krone. Nee, das sieht eher nach Kirche aus. Genau, so. Als du hier entlang schlenderst, stellst du fest, dass hier gibt es wirklich einen großen Marktplatz. Mhm. Da ist momentan aber noch nicht viel los. Ihr seid noch relativ früh, es ist früh am Morgen. Das hier ist ein recht großes, imposantes Gebäude. Davor steht auch eine Wache, ein Gardist wirklich. Das könnte sowas wie das Rathaus vielleicht sein. Hier ist ein Krämer, der momentan aber noch geschlossen hat. Das ist ein Haus, wo du im ersten Moment nicht erkennst, was es ist, aber es ist auch relativ groß. Also ein Gebäude, was auch ein bisschen schmucker aussieht als die anderen. Das ist auch irgendwas Offizielles. Und hier ist tatsächlich dann die Kirche. Gibt es auf dem, also dieser Punkt auf dem Marktplatz, hat er eine Bewandtnis? Ist da Brunnen oder sowas? Ist ein Brunnen tatsächlich, ja. Wie hieß die Kirche noch? Sankt? Nein, Heiliggeist heißt sie. Heiliggeist. Ich möchte mir diesen Brunnen im Vorbeigehen kurz mal anschauen. Ja. Auf irgendwelche Kohlezeichnungen, die sich da vielleicht finden könnten. Würfel doch einfach mal bitte auf Erkennen. Warum macht das denn nicht jemand, der sich damit auskennt, mit diesem Erkennen? Weil nur du zur Kirche gehst. Dann sind es 2 Erfolge. Sehr schön. Du entdeckst an dem Brunnen tatsächlich eine verlaufene Stelle, wo du dir fast sicher bist, dass das wahrscheinlich auch irgendwas mit Kohle drauf gemaltes war, weil es sieht ganz ähnlich aus wie das, was du hinterlassen hast, als du es weggewischt hast. Was du aber auch noch entdeckst, als du weitergehst, ist an der Kirche, nicht an der Kirche selbst, aber an einem dieser Eingangspfosten, weil da geht so ein Tor, wo du halt durchgehst, das ist also so eine kleine Metallsäule, halt vielleicht so hoch, 2 an jeder Seite und da ist halt ein Tor, was aufgeht. An einer von denen ist unten, also nicht so, dass man es sieht, aber da du drauf achtest, siehst du es, ist unten tatsächlich auch wieder dasselbe 7x7 draufgeschrieben. An dem Tor zur Kirche? Genau. Okay. Gut. Ich trete durch das Tor. Möchte die Kirche betreten. Die Kirche ist offen, wie sich das gehört. Ich lasse mich dann vor dem Altar auf ein Knie herunter und
begebe mich ins Gebet. Möchte vor allen Dingen dem lieben Gott dafür danken, dass wir die letzte Nacht überlebt haben. Mhm. Und dabei halte ich aber auch die Ohren offen, ob hier vielleicht irgendjemand in dieser Kirche... Also heute ist niemand da, was aber auch nur, also A, wegen der Uhrzeit und B, wegen des Tages. Es ist halt nicht Sonntag, wir haben keine Messe. Und von der Uhrzeit her würdest du dich auch einfach wundern, weil es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Bauern schon auf dem Feld oder die anderen Leute sind wahrscheinlich jetzt gerade dabei, das Tagwerk zu beginnen. Sprich, der Krämer wird seine Sachen vorbereiten und solche Dinge. Also von daher ist es niemand da, du siehst niemanden, du siehst auch keinen Pfarrer oder Priester oder sowas momentan. Aber es ist eine schöne Kirche, es ist keine besonders protzige, aber es ist eindeutig eine katholische. Das ist sehr aber gut. Aber eine nachreformatorisch-katholische. Das heißt, ja. Sie ist nicht mehr so... Wie du das aus den großen, tollen Kirchen kennst. Das ist etwas einfacher gehalten. Das ist in Ordnung. Ich weiß ja, dass Glashütten mittlerweile unter der Schirmherrschaft des Mainzer Erzbischofs steht. Und bin einfach froh, dass man sich da die richtige Konfession entschieden hat. ich möchte mein Gebet dann auch mit einer Bitte an die heilige Barbara beenden, die doch dieses Dorf und uns alle vor einem weiteren Gewitter, wie wir es erlebt haben, schützen möge. Mhm. Du darfst mal auf Willensstärke, bitte. Geistesstärke, meinst du? Entschuldigung, Geistesstärke. Mhm. Wow, sieht... sieht von hier aus das böse es aus. Hilft ja nichts. Komm, wofür haben wir die Segnungen denn? Das sind zwei Erfolge. Okay. Du merkst, dass du im ersten Moment so leichte Schwierigkeiten hast, dich auf dein Gebet zu konzentrieren. Und so fast so einen gewissen inneren Unwillen spürst. Hm. Und so ein bisschen so, warum soll ich das jetzt hier überhaupt machen? Was soll denn das eigentlich? Dann besinnst du dich auf dein Tun und betest. Reicht mir vielleicht ganz gut. Ja. Gut. Die gute Dame des Hauses führt dich in die Küche. Und du siehst da schon tatsächlich vier Mädchen oder junge Frauen. Eine ist sogar tatsächlich schon ein bisschen älter, ist tatsächlich eine richtige Frau. Die da am Werkeln und am Machen und am Tun sind, die sich überrascht umdrehen, als du mit reinkommst. Ich lächle charmant. Lächeln auch, gucken zu dir rüber. Die eine erkennst du, das war dieses ältere Mädchen, was mit dem Herrn Ringers am Tisch saß, als ihr reingekommen seid, gestern Abend. Und wir gucken die Wirtin ein bisschen verwirrt an. Gar kein Problem, die junge Dame würde gerne etwas... kochen, Heilkräuter zubereiten. Genau, für meine Gefährten. Die letzten Tage waren anstrengend. Und ich habe wieder mein Täschchen dabei. Genau. Sie möchte zu den Zisterzienserinnen und kennt sich mit diesen Sachen dann aus. Ich nicke bestätigend. Die Damen gucken so ein bisschen und du siehst, dass zumindest eine oder zwei von denen so ein bisschen so Blicke tauschen, die du so als das arme Ding interpretieren würdest. Okay. Ich stelle einfach keine Fragen. Ich bin nur froh, dass ich hier in diese Küche darf und stelle so meine Ledertasche da so ab, mach sie auf, hol so ein paar kleine Fiolen und Glas-Tiegel hervor, ein kleiner Mörser, wo ich dann schon anfange, so heute backe ich, morgen brauche ich. Mhm. Hexenkunst. Ich werde Heilungssalben herstellen, wenn ich das Gefühl habe, wer hat sie brauchen. Wirst ein bisschen länger dafür brauchen, also das ist nichts, was so schnell geht. Das ist eine Freizeitaktion. Genau, das heißt, damit bist du auch dann jetzt tatsächlich gute Teile des Tages dann beschäftigt. Das muss auch zum Teil dann ein bisschen einkochen und machen und tun. Also das ist nichts, was du jetzt am Stück machen musst, aber du wirst ansonsten heute viel damit beschäftigt sein. Also das heißt, du wirst dich nicht an vielen anderen Dingen beteiligen können. Ja, okay, dann habe ich aber auch
5 Erfolge. Okay, alles klar. Gut, du kannst dir nicht schlecht. Fängst an und baust schon Dinge auf und man die Damen, die dir am Anfang noch, die Mädels, die dir am Anfang noch sagen, wo Dinge sind und sowas, die merken sehr schnell, dass du dich mit dem, was du da tust, auskennst. Nach einer Weile fangen die auch an und gucken dann ein bisschen interessiert und ist eigentlich ganz munter in der Küche, stellst du fest. Jedes Mal, wenn diese ältere Dame, wenn die Wirtin rausgeht, wird die Stimmung im Raum auch deutlich gelassener. Das heißt, sie fangen an und machen Scherze, lachen miteinander und unterhalten sich. Und jedes Mal, wenn dann die Wirtin wieder reinkommt, ist alles still und die fangen an und werkeln und sind ganz geschäftig und gucken auch ganz ernst und halten dann auch Abstand zu dir und so. Mach die Scharade mit, weil ich will schon gerne mit denen schäkern. Ich habe das ja nicht so oft, dass ich mit Gleichaltrigen rumschäkern kann und Scherze machen und ich genieße das auch. Die genießen das dann tatsächlich auch, das mit dir zu tun und du findest dann auch heraus, dass es sich hierbei um die 4 Töchter des Wirts handelt. Allerdings aus 2 verschiedenen Ehen. Ah, okay. Keine mit seiner aktuellen Frau. Die vier sind im Alter von 15 bis 28. Die Älteste erzählt ja auch ganz stolz, dass sie jetzt demnächst heiratet. Ich will natürlich alles darüber wissen. Alles. Jedes Und Detail. Dann geht's los. Oh ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wo werdet ihr heiraten? Was für ein Mitgift bekommt er? Ach, ist er ein charmanter Typ. Oh. Also sie erzählt in den höchsten Tönen und ihre Schwestern müssen sich immer wieder einbringen. Und so. Das ist auch dann, ihr kriegt es im ersten Moment gar nicht mit, als dann jemand in der Tür steht und klopft, nochmal klopft, feste klopft, von hinten, Hintereingang, in die Küche. Ist ein Junge, der blonder Junge, vielleicht 11 Jahre, der einen Korb mit Eiern reinbringt und hinstellt. Die Mädels gucken und reden dann aber erstmal weiter. Es kommen dann noch mehr Sachen, die angeliefert werden. Also werden noch Eier angeliefert, weitere. Und das siehst dann tatsächlich auch, dass Gemüse wohl kommt. Und es wird dann auch ein frischer Laib Brot gebracht. Der riecht aber auch wirklich gut an der Stelle, das muss man sagen. Und ihr seid dann schwer beschäftigt. Irgendwann erbarmen sich auch 2 von denen und kümmern sich um die angelieferten Lebensmittel. Du musst dich dann auch wieder ein bisschen um deine Brauarbeit kümmern. Der Vater von denen kommt dann auch rein und guckt dann ein bisschen belustigt in die Runde und amüsiert sich dann darüber, als seine Töchter dann erstmal erschrocken auffahren, als sie bemerken, dass da noch jemand ist. Alles gut, macht weiter. Ich freue mich ja, wenn ihr eine Freundin habt. Freundin. Die Eier kommen also, werden dann entsprechend gekocht und werden fertig gemacht. Und das Ganze hat dann trotzdem ein jähes Ende, als dann die Tür aufgeht, wird dann geschlossen, wieder mit so einem etwas lauteren Krong. Das Frühstück? Da draußen sitzen schon die Gäste. Ich höre hier draußen immer nur Gacker. Seid ihr Hühner? Müsst ihr die Eier selbst legen? Entschuldigt, ihr selbstverständlich nicht. Macht, los! Muss man hier alles selbst machen. Wenn sie wieder raus ist, helfe ich den Mädchen, weil ich habe sie auch aufgehalten. Okay, also sympathische Frau. Wird sich entsprechend um alles gekümmert. Ihr seid inzwischen, habt euch fertig gemacht, seid unten im Gastraum. Von den Gästen sind es tatsächlich dieselben wie gestern, allerdings ohne die beiden Herren am Nebentisch. Mhm. Also ohne den Johannes und den Friedhelm. Und die warten dann tatsächlich auch schon. Dann gibt es auch so ein bisschen ungeduldiges Gemurmel, gerade von dem Tisch mit dem Kaufmann. Der immer, hallo! Jetzt aber mal! Schon spät, wir müssen los! Ist der Wirt auch zu sehen? Nein. Scheinbar. Und es dauert dann nur noch, also das ist der Moment, als die Wirtin dann... Sekunde! Es muss sofort fertig sein. Die Eier kamen heute spät. Hinten reingeht. Und dann geht's schnell. Dann kommt Essen. Es gibt richtig lecker Essen. Das heißt, ihr bekommt
Brot auf den Tisch gestellt. Frisches, das riecht man, das ist gerade erst aus dem Ofen gekommen. Ihr bekommt auch Getränke an den Tisch gebracht. Ihr bekommt tatsächlich, also wenn ihr wollt, einen Tee oder Wasser. Auch ein guten Morgenbier ist überhaupt keine Schwierigkeit. Dazu gibt es dann noch, hausgemachte Marmeladen auf den Tisch. Das wird betont von der Wirtin. Dazu dann auch noch Eier, so für jeden Tisch ein paar Schalen mit frisch gekochten Eiern und gutes Frühstück. Ich glaube, ich würde mich gerne nach dem Frühstück ein bisschen hier in der Stadt umhören. Nach Dingen, die passieren hier in der Nähe. Bin ich fürs Frühstück da? Ja. Ah, okay. Du bist nur groggy. Also, man sieht ihm an, als er nach unten kommt, der kommt später als ihr beide, dass er auch wirklich Ränder unter den Augen hat. Und er kommt nur knapp vor Anna-Marie, die ja doch schon eine ganze Weile jetzt beschäftigt war. Das klingt nach einer guten Idee. Nicht wahr? Ja, nun wollen wir doch. Manchmal habe ich sowas. Nun wollte doch das Kloster suchen. Ja, ja, genau. Und hast du irgendwie unterwegs einen Lader oder einen Maxen? Ich glaube, ich könnte eine Kiste brauchen. Oh, ja, es gibt einen Krämerladen in der Nähe. Und okay, Marktplatz, da finden wir auf jeden Fall was, denke ich. Denkt ihr, habt ihr euch umgeguckt in der Stadt heute Morgen schon? Ein wenig, ja, ich war in der Kirche. Ja, ihr sagtet es. Habt ihr irgendwas gesehen, wo man hingehen könnte, um mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt mit Vorfällen in der Nähe? Nun, es scheint eine Kurie zu geben, direkt neben dem Marktplatz. Da könnt ihr es sicher mal probieren. Mhm. Dann schaue ich doch mal, ob man da beim... Aber direkt zum Bürgermeister? Der Wirt schien mir so als einer, der hier in der Gegend viel unterwegs ist und viel hört. Meistens sind Wirte, Händler, alles bessere Kontaktpersonen, als direkt mit dem Bürgermeister zu sprechen. Nun, natürlich, aber also mir macht dieser Hof eigentlich eher einen Eindruck, als ob viele Dinge hergebracht werden und der Wirt selbst wird nicht viel unterwegs sein. Hm. Naja, Wirte hören aber viel. Das ohne Zweifel. Zu einer anderen Sache, ich wollte sowieso einen Händler aufsuchen und ich bin mir sicher, hier in Glashütten gibt es einen, der hört sicherlich auch so einiges. Naja. Da wollte ich sowieso hin. Ich könnte genauso gut fragen. Ich guck mal, ob die Wirtin da ist. Die Wirtin ist jetzt wieder da. Die ganzen Tische haben ihre Sachen bekommen. Ihr habt jetzt auch tatsächlich alles hingestellt bekommen. Und ihr könnt jetzt mit dem Frühstück halt dran. Frau Wirtin? Ja. Sag, ist der Wirt auch zu sprechen? Oh, mein Mann hat zu tun. Gibt es etwas Besonderes? Wollen Sie irgendetwas Spezielles mit ihm sprechen? Mit wem spricht man hier in Glashütten, wenn es um Dinge geht, die hier in der Nähe geschehen? Was genau meint ihr damit? Naja, Sachen, die was zu tun haben mit den Hexenfingern oder... Hexenfinger? Wurde das nicht... Zunge. Wurde das nicht? Hexenzungen, entschuldigt. Ah! So ähnlich. Nebel... Ja, 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 puh, ja. Irgendjemand, der Geschichten dazu erzählt, sich auskennt, was hier so passiert. Mit wem würdet ihr reden? Naja, vielleicht mit dem Pfarrer oder mit dem Schultheiß vielleicht. Ja, meistens tratschen noch die anderen. Und da habt ihr recht. Na, seht ihr. Da habt ihr recht. Was genau stellt ihr euch vor? Na, jemand, der hier in den Wäldern unterwegs ist, der sich in der Gegend auskennt. Wäldern unterwegs ist, puh. Die Köhler sind natürlich viel in den Wäldern unterwegs. Und natürlich auch die Glasbrenner, weil die Öfen sind natürlich nicht hier am Ort, das wäre viel zu gefährlich. Hm. Woher wischt man denn so jemanden? Glashütten. Oder hätten sie sich gestern mit dem Fuchs unterhalten können? Dem Fuchs? Der ältere etwas... exzentrische Mann, der bei Ihnen am Nebentisch saß. Ah, na, wir waren ganz neu gestern. Wo findet man denn diesen Fuchs?
Mag er es so genannt zu werden? Die meisten nennen ihn so. Manchmal nennt er sich, glaube ich, selbst so. Mhm. Eigentlich heißt er Friedhelm. Weingart. Ja, Weingart. Mhm. Und der ist meistens... Naja, ich kann Ihnen sagen, wo er wohnt. Ob Sie ihn da antreffen, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber er geht normalerweise nicht mehr zwingend raus. Also jetzt, er ist auch ein bisschen alt dafür. Aber er ist trotzdem noch absolut tüchtig. Und er ist auch Vorsteher der Köhlerzunft hier am Ort. Na, das trifft sich doch. Ja, dann also würde ich doch nach dem Frühstück mal vorbeigehen. Gut, aber jetzt lassen Sie sich erstmal das Frühstück schmecken. Natürlich. Ich kann Ihnen nur empfehlen, es ist alles frisch. Greifen Sie zu, das weckt die Lebensgeister. Also, ja. Ich gehe davon aus, ihr bedient euch, greift zu, es ist wirklich lecker. Und als du dir das zweite Ei nimmst und das gerade so richtig schön aufschlagen möchtest mit dem Messer, merkst du, wie sich unter deiner Hand, als du das Ei nur ein bisschen fester packst, das Ei plötzlich aufbricht und du hörst nur noch ein Psch, also so ein Patzen, also ein Platzen fast von diesem Ei und dann ein Zischen mit einer schnellen Bewegung. Und irgendwas fährt auf dich zu, aus diesem Ei raus. Und du darfst mal auf Reflexe würfeln. Oh Gott. Da muss man drauf würfeln? Das ist ja Facehugger. Ich werde das mal fokussieren. Das sind... Ach, richtig. Das sind drei Erfolge. Drei Erfolge? Alles klar. Okay, gut. Also. Ups, geschwängelt. Du... Als dieses Ei in deiner Hand auseinanderbricht und es sieht so aus, als würde sich fast so, als würde sich die Schale wirklich in alle Richtungen wegwinden, fährt eine kleine Schlange vielleicht von der Länge auf dich zu, die dir wirklich so entgegenspringt und im letzten Moment gehst du zur Seite, bevor die nicht so. Und im selben Moment hörst du auch einen Schrei von einem der Nebentische. Ah, verdammt, das Mistbier! Oh, was ist das denn? Und kann ich versuchen, draufzutreten, wenn sich das irgendwie über den Boden schlängelt? Du guckst einen Moment und dann siehst du diese kleine Schlange, die wirklich gerade mal so groß ist und trittst drauf und das Fiesblatt. Finger weg von den Eiern! Siehst du auch am restlichen Raum bewegen sich die Leute und komisch, ein paar gehen wirklich sehr schnell zurück, ein paar sind einfach nur völlig verwirrt von der Situation, so wie eingefroren. Aber jeder lässt erstmal die Flossen von allem. Ihr dürft mal alle auf Aufmerksamkeit würfeln. Mit einem Malus von 1. Ich fokussiere es. 2. 2. Oh Gott, einer. No. Aber auch noch letzte Nacht war anstrengend. War doch ein bisschen lang, ja, ja. 2. 2? Trotz Fokus. 2. 2. 2. Okay. Also ihr steht da und das ist für einen Moment, nachdem alle Stühle gerückt wurden und alle erstmal da so sitzen, das ist für einen Moment ganz ruhig. Und dann hört ihr, also wirklich aus verschiedenen von diesen Eiern, ein paar knackende Geräusche. Ist der Kamin an? Nee, hier drin ist der Kamin momentan nicht an. Wir sind mitten im Mai. Ich nehme meine Frühstücksplatte und will gerne rauf. Okay. Wird in einen Sack, schnell! Die Wirtin ist völlig perplex, rennt nach ein paar Augenblicken in die Küche. Ich sammel derweil die Eierpötte alle auf einen Tisch. Du hast schon die Eier bei euch. Ja. So haust mit deiner... Einmal mein Frühstücksbrett und... Bam, haust da drauf und du hörst auch die Eier knacken und platzen. Also es fliegen Eierschalen und Eiweiß, Eigelb in alle Richtungen. Und als du es hochnimmst, siehst du, dass dazwischen drin noch so zwei Schlangen sich gerade dann auch am Winden sind. Die eine ist so ziemlich platt schon. Nee, mein Messer. Ja. Du sammelst die Eierschalen ein und du hörst dann auch dann wieder so ein... Also eine von diesen Schalen. Wenn eine mir da zu brüchig wird, dann auf den Boden drauf. Trittst drauf, wasch, das Ei zerplatzt und ist auch wieder wirklich komplett leer. Ja. Kommt die Wirtin mit einem Sack? Ja, die Wirtin kommt mit einem Sack. Mit so einem. Nehme den ab. Gemüsesack, ja. Ohne zu fragen. Ja. Und fange an, das ganze Zeugs in den Sack zu schmeißen, um oben zuzubinden. Mhm. Sind noch irgendwo Eier übrig?
In der Küche? Ich hätte dann in die Küche. In die Küche gehen. Ja, du hörst dann in dem Moment so, ah! Genau. Ja. Es, ihr hattet ja auch mitbekommen, du rennst ja inzwischen in die Küche, du auch, ihr zwei hattet ja auch mitbekommen, in dem eigentlichen Gastraum selbst hat ja auch jemand geflucht, dass er gebissen wurde, und du siehst einen von den Knechten von dem Kaufmann. So, das ist irgendwie ganz komisch. Der sich erstmal auf seinen Sitz wieder fallen lässt. Anna-Maria? Ich bin in der Küche. Ich bin gerade in der Küche. Ja, rein und dann, wo sind die Eier? Ihr seht die vier Frauen und Mädchen, die da in der Küche arbeiten, die du auch schon kennst, die ein paar Schritte zurückgegangen sind von dem Topf, wo die restlichen Eier noch drin sind, die gekocht wurden. Und du siehst das Jüngste von den Mädchen, die da gerade, siehst du viel? Aua! Ja, sofort alles Mögliche, was auch nur ansatzweise ein bisschen anfängt zu knistern bei den Eiern, auch sofort. Ja, einfach, also ich fange an, alles, was an Eiern da ist, und ich fange nicht an, die zu untersuchen, auch in diesen Sack reinzuschmeißen. Ja, ja. Gut, dann wenn du da so alles reinhaust, dann werde ich mich sofort um das kleine Mädchen kümmern. Mhm. Also die ist jetzt nicht so klein, die ist 15, wie du weißt, aber ist halt schon noch ein Kind. Okay. Ist hier irgendwo ein großes Feuer? Ja, hier. Klar, im Ofen. Also groß genug? Ja, es ist tatsächlich, du kannst ja die Eier ohne Probleme reinwerfen. Okay. Mit Sack? Ja, komplett, ja. Alles so reinschmeißen. Der passt einfach alles rein. Und der Sack geht sofort in Flammen auf und du hörst von da drin noch so ein... Ich guck mir das Mädchen an. Ja. Ich guck mir den Typ an. Mhm. Drei. Sag mal auf erste Hilfe. Ja. Drei? Okay. Also du kannst dich um sie kümmern. Du hast halt kein Gegenmittel jetzt, weil du auch gar nicht genau weißt, was zum Teufel das jetzt für eine Schlange war. Nein, aber das... beste Mittel gegen solche Art von Schlangenbissen ist einmal, ich habe ja sowieso ein Messer, die Wunde anzuritzen und das Blut rauszuziehen. Okay, also du ritzt dir in den Finger und drückst eben das Blut raus. Ananas. Genau, Ananas hilft gegen alles, wie wir wissen. Und bindest entsprechend auch erstmal die Hand ab, sodass das Blut sich nicht weiter im Körper verteilt. Und du siehst halt, dass sie auch trotzdem kreidebleich wird, erstmal sich hinlegen muss und sowas. Aber du bist dir sehr schnell darüber im Klaren, dass sie nicht in Lebensgefahr ist, sondern dass es nur gerade eine heftige, aber nicht tödliche Reaktion. Ich fürchte, mit einem Erfolg fällt mir kein Aderlass ein. Ach doch, das kriegst du damit tatsächlich schon hin, aber du bist dir einfach nicht sicher, inwieweit das jetzt dann dabei hilft. Der scheint... soweit jetzt nur geschwächt zu sein, also er wirkt auf dich eigentlich gerade vor allen Dingen, als hätte er beim örtlichen Tanz um die Linde gerade sowohl zu viel getanzt, als auch zu viel den Mädels nachgeguckt und gleichzeitig noch zwei oder drei Humpen zu viel gesoffen. Okay. Aber das war's auch. Er wirkt jetzt nicht so, als wäre er kurz vorm Dann ritze ich ihm auch die Hand an und die Herbergswirtin kann ja dabei mal einen Schnaps holen für den Mann. Ja, das hilft ja auch immer, wie wir wissen. Ja. Ihr versorgt die beiden? Weib, Wirtin? Ja, ja. Woher kamen die Eier? Die bekommen wir immer morgens von... wir bekommen sie zum einen vom Krämer Moritz. Und sag mal, Regina, kamen die heute Morgen von Jakobsen? Ja, der kleine Jakobsen war auch da. Okay. Der Krämer Moritz? Ja, der Krämer Moritz und vom Hof Jakobsen und die Familie Graulich beliefert uns. Aber das ist sowas, habe ich noch nie gesehen. Also, waren die Eier in der Küche alle in einem Korb? Oder standen da noch mehrere Körbe? Nee, die waren tatsächlich alle in einem. Die waren nicht in einem Korb, sondern die waren in einem... Die waren schon alle zusammen. Die waren alle schon gekocht. Die waren schon gekocht? Ja.
Also die sind alle quasi gekocht worden. Hm. Man kann sich überhaupt nicht mehr sicher sein. Nein. Wer wie. Also kann ich auch nicht durch nachdenken, weil ich war ja in der Küche. Ja, aber... Das, okay. Draußen müsste noch eine von den Schlangen liegen. Ich gehe mal raus in den Wirtsraum. Mhm. Naja, ich hatte ja welche so mit dem Dolch. Ja, ja, klar, du hast die eine im Endeffekt gerade durchgeschnitten. Ja, die liegt da noch. Sieht aus, als hättest du eine Babyschlange auf dem Tisch erdolcht. Mhm. Ich guck die mir mal genauer an. Okay, du darfst mal auf Wissen würfeln. Das kann ich. Irgendwas kann ich. Dann weiß ich wieder. Einer muss es ja tun. 1, 2, 3, 4 Folge. Okay, also es handelt sich hier um eine Giftnatter. Und eine Giftnatter, also eine kleine Giftnatter, was dich zu zwei Schlussfolgerungen bringt. Zum einen, Giftnattern in dieser Größe, gerade wenn sie eigentlich dann frisch geschlüpft sind, dürften noch nicht ansatzweise A, so aggressiv sein und B, so giftig. Mhm. Und zum anderen kommen Giftnattern hier einfach nicht vor. Und sie sollten tot sein, wenn man sie gekocht hat. Anzunehmen. Aber ihre Eier sollten nicht mit Hühnereiern verwechselbar sein. Das auch. Ich schaue mir die Eier, wenn ich da noch Eierschalen liegen sehe, stimmt. Hm? Schaue ich mir die an, sehen die genauso aus wie... Das sind alles Hühnereier. So, das war's, wir fahren. Es reicht, das ist ja fürchterlich, was für ein... Wirtin? Ja, das muss reichen. Bumpf. Der haut Geld auf den Tisch und die ist nur völlig... Ja, beehren Sie uns bald wieder. Auf keinen Fall. Der Kaufmann mit seinen Leuten, der eine wird noch gestürzt, ist aber soweit jetzt schon wieder fitter. Danke. Wirtin? Ist mit Gott. Ja? Gibt es jemanden, der euch Böses will? Nein. 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 Eigentlich nicht. Also, nein. Ich muss den Fahrer sprechen. Und den Schultheiß. Ja, dann die werden sie in der Stadt, denke ich, antreffen. Wenn ihr mich begleiten wollt, dann kommt mit. Ajo. Und in dem Moment wird die Tür aufgerissen. Und ein älterer Mann kommt rein, so wuscheligen, schon sehr grauem Haar, so einem Vollbart. Und ihr seht, dass die Arme von dem sind wirklich von Bissen übersät. Allerdings keine Schlangenbisse, das ist deutlich zu erkennen. Aber es ist vor allen Dingen rot und blau und blutig auch. Und er sieht auch aus, als wäre er zerkratzt worden an allen Ecken und Enden. Meine Viecher haben mich angefallen! Verdammte Hacke! Lass mal sehen. Ey, erstmal will ich einen Schnaps! Und das ist die Stelle, bei der wir beim nächsten Mal wieder einsetzen werden, um herauszufinden, was nimmt der Mann für einen Schnaps? Und die Quitte war gut, oder? Was genau hat ihn angefallen? Du kannst sicherlich Empfehlungen ausschreiben, würde man, ja. Aber ich will doch noch mit den Leuten reden. Ich will Fragen stellen. Ich will wissen. Du meinst, du möchtest ein Verhör starten? Ja, notfalls auch das. Ah, oh, Mann. Inquisitionsverfahren in Glas. In diesem Sinne. Bring mir meine Zangen. Wünschen wir euch noch einen wundervollen Abend und hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich würde mal ganz frech behaupten, es sind ein paar Dinge beantwortet worden, aber... Ich würde genauso sehr behaupten, wir haben mehr Fragen als vorher. Ja, ein bisschen. Und falls ihr Lust habt, auch weiterhin Twitch mit uns und unseren Partnern euch anzusehen, direkt im Anschluss an diesen Stream werden wir euch noch einen ganzen Haufen Termine einblenden, was die nächste Woche so los ist. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Dann sind wir auf der CCXP. Und nächste Woche, hatten wir am Anfang schon gesagt, auf unserem Convention-Sommer-Event. Wir packen den Convention-Sommer aus, zusammen mit Dominik. Yay! Vielen lieben Dank und euch auch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Als sich das Tor zur Hölle öffnete, schien unser aller Schicksal besiegelt. Dämonen und unvorstellbare Schrecken fielen über die Menschheit her und veränderten das Antlitz unserer Welt für immer. Unsere Schauermärchen wurden bittere Realität. Werwölfe, Hexen und andere Albträume hausen nun in dunklen Wäldern. Vampire und Dämonenkulte lenken im Verborgenen das Leben der Menschen. Diejenigen, die hofften, dass uns der gemeinsame Feind einen würde, wurden bitter enttäuscht. Bis heute sind die Reiche der Menschen zerstritten und führen unerbittliche Kriege gegeneinander. Doch nun ist ein neuer Schlag Menschen herangewachsen. Eine Generation, der Widerstand im Blut liegt. Sie sind es, die das Schwert in die Schlupfwinkel des Bösen tragen. Sie sind es, die kämpfen mit donnernden Musketen, wirbelnden Degen, heiligem Eifer und dem Mut echter Helden gegen die finstere Bedrohung aus der Hölle. Diese mutigen Helden nennen wir Jäger. Bist du bereit, die Jagd aufzunehmen?